Rede vor dem Rathaus Schöneberg am 26. Juni 1963 von John F. Kennedy. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Rede vor dem Rathaus Schöneberg am 26. Juni 1963. Meine Berliner und Berlinerinnen, ich bin stolz, heute in Ihre Stadt zu kommen, als Gast Ihres hervorragenden regierenden Bürgermeisters, der in allen Teilen der Welt als Symbol für den Kampf- und Widerstandsgeist West-Berlins gilt. Ich bin stolz, auf dieser Reise die Bundesrepublik Deutschland zusammen mit Ihrem hervorragenden Herrn Bundeskanzler besucht zu haben, der während so langer Jahre die Politik der Bundesregierung bestimmt hat, nach den Richtlinien der Demokratie, der Freiheit und des Fortschritts. Ich bin stolz darauf, heute in Ihrer Stadt in der Gesellschaft eines amerikanischen Mitbürgers gekommen zu sein, General Clays, der hier in der Zeit der schwersten Krise tätig war, durch die diese Stadt gegangen ist, und der wieder nach Berlin kommen wird, wenn es notwendig werden sollte. Vor 2000 Jahren war der stolzeste Satz, den ein Mensch sagen konnte, der: Ich bin ein Bürger Roms. Heute ist der stolzeste Satz, den jemand in der freien Welt sagen kann: Ich bin ein Berliner. Ich bin dem Dolmetscher dankbar, dass er mein Deutsch noch besser übersetzt hat. Wenn es in der Welt Menschen geben sollte, die nicht verstehen oder nicht zu verstehen vorgeben, worum es heute in der Auseinandersetzung zwischen der freien Welt und dem Kommunismus geht, dann können wir ihnen nur sagen, sie sollen nach Berlin kommen. Es gibt Leute, die sagen, dem Kommunismus gehöre die Zukunft. Sie sollen nach Berlin kommen. Und es gibt wieder andere in Europa und in anderen Teilen der Welt, die behaupten, man könne mit dem Kommunismus zusammenarbeiten. Auch sie sollen nach Berlin kommen. Und es gibt auch einige wenige, die sagen, es treffe zwar zu, dass der Kommunismus ein böses und ein schlechtes System sei, aber er gestatte es ihnen, wirtschaftlichen Fortschritt zu erreichen. Aber lasst auch sie nach Berlin kommen. Ein Leben in Freiheit ist nicht leicht und die Demokratie ist nicht vollkommen. Aber wir hatten es nie nötig, eine Mauer aufzubauen, um unsere Leute bei uns zu halten und sie daran zu hindern, woanders hinzugehen. Ich möchte Ihnen im Namen der Bevölkerung der Vereinigten Staaten, die viele tausend Kilometer von Ihnen entfernt lebt, auf der anderen Seite des Atlantiks, sagen, dass meine amerikanischen Mitbürger stolz, sehr stolz darauf sind, mit Ihnen zusammen, selbst aus der Entfernung, Geschichte der letzten 18 Jahre teilen zu können. Denn ich weiß nicht, dass jemals eine Stadt 18 Jahre lang belagert wurde und dennoch lebt in ungebrochener Vitalität, mit unerschütterlicher Hoffnung, mit der gleichen Stärke und der gleichen Entschlossenheit wie heute West-Berlin. Die Mauer ist die abscheulichste und stärkste Demonstration für das Versagen des kommunistischen Systems. Die ganze Welt sieht dieses Eingeständnis des Versagens. Wir sind darüber keineswegs glücklich, denn, wie Ihr regierender Bürgermeister gesagt hat, die Mauer schlägt nicht nur der Geschichte ins Gesicht, sie schlägt der Menschlichkeit ins Gesicht. Durch die Mauer werden Familien getrennt, der Mann von der Frau, der Bruder von der Schwester, und Menschen werden mit Gewalt auseinandergehalten, die zusammenleben wollen. Was von Berlin gilt, gilt von Deutschland. Ein echter Friede in Europa kann nicht gewährleistet werden, solange jedem vierten Deutschen das Grundrecht einer freien Wahl vorenthalten wird. In 18 Jahren Frieden und der erprobten Verlässlichkeit hat diese Generation der Deutschen sich das Recht verdient, frei zu sein, einschließlich des Rechtes, die Familien und die Nation in dauerhaftem Frieden wiedervereinigt zu sehen, in gutem Willen
gegen jedermann. Sie leben auf einer verteidigten Insel der Freiheit, aber ihr Leben ist mit dem des Festlandes verbunden, und deshalb fordere ich Sie zum Schluss auf, den Blick über die Gefahren des Heute hinweg auf die Hoffnung des Morgen zu richten, über die Freiheit dieser Stadt Berlin und über die Freiheit Ihres Landes hinweg auf den Vormarsch der Freiheit überall in der Welt, über die Mauer hinweg auf den Tag des Friedens mit Gerechtigkeit. Die Freiheit ist unteilbar, und wenn auch nur einer versklavt ist, dann sind nicht alle frei. Aber wenn der Tag gekommen sein wird, an dem alle die Freiheit haben und ihre Stadt und ihr Land wieder vereint sind, wenn Europa geeint ist und Bestandteil eines friedvollen und zur höchsten Hoffnung ein berechtigten Erdteiles, dann, wenn dieser Tag gekommen sein wird, können Sie mit Befriedigung von sich sagen, dass die Berliner und diese Stadt Berlin 20 Jahre die Front gehalten haben. Alle freien Menschen, wo immer sie leben mögen, sind Bürger dieser Stadt Berlin. Und deshalb bin ich als freier Mann stolz darauf, sagen zu können, ich bin ein Berliner. Ende von Rede vor dem Rathaus Schöneberg am 26. Juni 1963. Aufgenommen von Julia Niedermeyer. Im Vorhof des Lebens von Otto Ernst. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Im Vorhof des Lebens. Auf meinen täglichen Spaziergängen in O begegnete mir mit vollkommener Regelmäßigkeit ein alter, hagerer Mann, der von Anfang an mein besonderes Interesse erregte, zunächst durch seine milden Züge, die durch ein paar großer, schwärmender Augen belebt wurden, sodann durch die erstaunliche Akkuratesse, mit der er seinen offensichtlich schon lange nicht mehr neuen Anzug instand hielt. Er trug zu diesem Anzug unabänderlich einen Zylinder und ein paar Knöpfstiefel, deren fabelhafter Glanz schon von Weitem blendete wie Drummondsches Kaltlicht. So sah er schier elegant aus, und erst bei näherer Bekanntschaft merkte man, dass der Rock in den Nähten mit Behutsamkeit geschwärzt und das Beinkleid an den unteren Rändern mit virtuoser Künstlerschaft gestopft war. Wie es so geht, wenn man einander täglich begegnet, ohne etwas voneinander zu wollen, so lernt man sich ohne Worte kennen und, je nachdem, sogar gern haben. Eines Morgens rief er mir im Vorübergehen zu: »Bitte betrachten Sie sich die Buchen im Ackermannschen Park. Wundervoll!« »Danke schön«, rief ich mit verbindlichem Lächeln. »Werd ich tun!« Ich sah mir die Buchen an und fand nichts eben Besonderes an ihnen. Sie trugen freilich schon blanke Knospen, daneben aber auch noch das vorjährige Laub, und bekanntlich bietet die Buche in solcher Zeit keinen überwältigend schönen Anblick. Aber seitdem grüßten wir einander und warfen uns öfter und öfter im Vorübergehen ein freundliches Wort über Weg und Wetter zu. Und eines Tages, als ich meinen Spaziergang etwas früher als sonst unternommen hatte, fand ich meinen Freund auf einer Bank des genannten Parks sitzen. Da auch ich ein Ruhebedürfnis empfand, setzte ich mich zu ihm. »Das ist doch der herrlichste Einfall der Natur«, sagte ich. »Sie ringen und Goldregen zusammen. Für mich wenigstens ist es Ihr lieblichstes und vornehmstes Blumengedicht, und in welcher Fülle Sie hier blühen.« »Ja, ja«, sagte er lässig, mit einer Gleichgültigkeit, die mich bei diesem offenbaren Naturfreunde in Erstaunen setzte. »Diesmal«, fuhr ich weniger originell als herkömmlich fort, »diesmal hält der Wonnemonat reichlich, was sein Name verspricht.« »Ja, ja«, machte er mit sanftem Kopfnicken, und jetzt klang es fast wie Wehmut aus seiner Stimme. »Oder sind Sie mit dem Mai unzufrieden?«, fragte ich. »Ja,
sagte er jetzt entschiedener und dann noch einmal besonders entschieden. »Ja, er gibt zu viel. Er nimmt dem Sommer zu viel weg. Überhaupt, je mehr er erfüllt, desto weniger ist er ein Wonnemond. Erfüllung ist keine Wonne.« »Na«, rief ich kapierend, »danach wäre der wind- und regenzerfetzte April eigentlich wonniger gewesen.« »Gewiss«, versetzte er lächelnd, »aber der Wonnemond ist es natürlich auch nicht.« »Nein, nach dieser Auffassung natürlich nicht«, erwiderte ich. »Sie sind ein Freund der Erwartung. Da wird der März mit seinem amtlichen Frühlingsanfang und seinen neun Sommertagen, diesen neun Anweisungen auf Sonnenlicht, die meistens nicht eingelöst werden, Ihr Liebling sein?« »Oh nein«, versicherte er mit milder Entschiedenheit. »Fabian Sebastian lässt den Saft in die Bäume gehen, und wahrscheinlich steigt da auch ein neuer Saft in den Menschen. Der Januar wäre also schon eher ein Wonnemond, aber eigentlich ist es der Dezember.« Ich mochte wohl große Augen machen. »Ja, ja«, nickte er, »denn im Dezember ist der kürzeste Tag, und mit Recht legen die Menschen in diese Zeit das schönste Fest. Vom kürzesten Tage kann es nicht mehr rückwärts, kann es nur noch vorwärts und aufwärts gehen. Das ist Wonne.« Dagegen konnte ich gar nichts sagen. »Haben Sie«, fuhr er fort, »sich einmal das Vergnügen gemacht, die Leute zu fragen, in welchen Jahreszeiten der Tag zu und in welchen er abnehme?« Ich musste verneinen. »Versuchen Sie es einmal. Die Menschen wissen nicht einmal das. Sie werden fast immer die gedankenlose Antwort erhalten. Das ist doch sehr einfach. Im Frühling und im Sommer nimmt er natürlich zu, im Herbst und Winter ab. Bekanntlich nimmt aber der Tag im Sommer ab und im Winter zu.« »So feiern Sie freilich einen erfreulichen Winter, tauschen dafür aber einen tristen Frühling ein.« »Ei, wer sagt Ihnen das?« rief er. »Im Frühling freue ich mich ja auf den Sommer.« »Und im Sommer auf den Herbst?« »Und im Herbst auf den Winter«, nickte er bestätigend. »Und warum diese Schiebung?« »Weil die Erwartung immer schöner ist als die Erfüllung.« »Immer?« »Glauben Sie es mir, immer. Wer jemals Frühlingsgedichte gemacht hat, und wer hätte das nicht, der weiß, dass sie niemals besser gelingen als bei 20 Grad Kälte oder mehr.« »Das ist richtig«, sagte ich. »Denken Sie an alle Weihnachtsfeste, die Sie erlebt haben. Hat jemals eines gehalten, was Sie erhofften?« »Doch«, rief ich, »es kam sogar vor, dass meine Erwartungen übertroffen wurden.« »Nun, durch das Quantum der Gaben vielleicht?« »Nein, durch die Qualität des Glücks.« »Dann sind Sie von besonderer Anlage. Aber selbst wenn einmal dieser seltene Glücksfall eintritt, die rechte Ökonomie des Glücks ist es dennoch, sich vorher zu freuen, weil diese Freude fast immer feiner und länger ist. Der Genuss ist immer kurz, die Hoffnung darauf ist lang. Der Genuss ist immer massiv, die Erwartung ist leicht und beflügelt. Im Reiche der Erwartung herrschen noch Oberon und Titania, an die unsere Genießer nicht mehr glauben. Der Duft eines feinen Apfels, nebenbei bemerkt, der schönste aller Wohlgerüche, verwandelt mein Zimmer auf Tage hinaus in ein Paradies. Wenn ich ihn endlich esse, merke ich, dass sein Geschmack bei weitem nicht seinem Dufte gleichkommt, und mir ist zumute wie nach einem Sündenfall. Aber das Beste des Apfels habe ich dann doch gehabt, und habe es tagelang gehabt.« »Was Sie da sagen«, bemerkte ich, »erinnert mich an die Gellertsche Fabel von Till Eulenspiegel, der die Berge vergnügt hinan und betrübt hinabstieg. Sie werden das Gedicht als Knabe sicher auch gelernt haben.« »Und ob«, rief er, »und wie gern! Der herrliche Gellert! Wer würdigt ihn noch, seine Grazie, seine Schalkheit, seine herzinnige Güte?« »Ich«, rief ich lebhaft. Der Alte begann zu rezitieren. »Ich bin«, sprach Till nun so, »wenn ich den Berg hinuntergehe, so denk ich narr schon an die Höhe, die folgen wird.
und da vergeht mir denn der Scherz. Allein wenn ich berganwärts gehe, so denk ich an das Tal, das folgt, und fass ein Herz. Dieser Till ist also, wie Sie sehen, nur ein halber Weiser. Auch das Unglück ist selten so groß wie die Erwartung. Die Furcht vor dem Unglück ist das wahre Unglück. Also fürchten wir es nicht, steigen wir den Berg hinan im Genuss des Künftigen und steigen wir ihn hinab im Vorgenuss des Tales. Kommt man dabei ganz auf seine Rechnung? Ich denke doch, wenn dann eines Tages ein wirkliches Unglück kommt, dann haben wir doch ein Glück gehabt. Und was wir gehabt haben, kann uns niemand nehmen. Im Gegenteil, es wird noch immer mehr und immer schöner durch Erinnerung. Die Dinge dieser Welt werfen lange Schatten nach vorwärts bis zur Wiege und nach rückwärts bis zum Grabe. Aber sie selbst sind klein. Und was nennen Sie wirkliches Unglück? Krankheit. Und vor der soll man sich hüten, ohne sie zu fürchten. Denn Krankheit fürchten ist ja schon Krankheit. Und ist nicht auch Schande ein Unglück? Kaum. Schande ist Menschenurteil, und Menschen haben kein Recht zum Urteil. Wer aber wirklich seine Schande verdient hat, der war schon lange vorher unglücklich. Und der Verlust geliebter Menschen? Den habe ich nicht zu befürchten, sagte er sehr leise. Ich schwieg. Ich stehe allein, fuhr er fort, und habe mit niemandem Verkehr. Ich bin, wie jedenfalls auch Sie wissen, der Sonderling, das Original dieser Stadt. Die Leute erzählen sich, ich hätte immer 100 Krawatten auf Lager und 25 Regenschirme, mit denen ich abwechselte, und sie starren mich an, wenn ich ihnen begegne. Sie sind hier der erste Mensch, dem ich Konfidenzen mache. Und wissen Sie warum? Sie haben mich nicht angestarrt. Ja, als Sie mir das erste Mal begegneten, starrten Sie auch, aber nur für ein Zehntel einer Sekunde. Dann besannen Sie sich, dass Sie nicht starren wollten, und fortan sahen Sie mich an. Oder sahen an mir vorbei, als wäre ich kein Sonderling. Das hat mich für Sie eingenommen. Ich verbeugte mich dankbar. »Und Sie leben ganz nach Ihren Grundsätzen?« fragte ich. »Soweit ein Mensch sein Leben in der Hand hat, ja, und zwar bis ins Kleinste, bis ins Alltäglichste hinein. Nie wird das Leben genießen, wer nicht den Alltag zu genießen weiß. Der Alltag ist das Brot auf dem Tische des Lebens, und wem das Brot nicht schmeckt, der hat eine verdorbene Zunge und ist ein bitterarmer Mensch.« »Mir aus der Seele gesprochen«, warf ich ein. »Sehen Sie, indem ich am Abend einschlafe, freue ich mich aufs Erwachen. Wenn ich erwache, freue ich mich nicht aufs Ankleiden, darauf freuen sich wohl nur Damen, aber auf mein Sturzbad, und während des Bades atme ich das Aroma meines Morgenkaffees. Während ich ihn trinke, macht meine Seele schon ihre Morgenwanderung durch Felder und Wälder, und während meines Morgenspaziergangs sehe ich so recht deutlich mein kleines, friedsames Zimmer, das mich wie ein treuer Freund erwartet. Die Frau, bei der ich wohne und die für meine bescheidenen Bedürfnisse sorgt, weiß, dass sie mir beim Frühstück das Mittagsmenü nennen muss. Heute werde ich Reis essen, und jedes Mal, wenn es mir einfällt, freue ich mich. Während des Speisens sehe ich die ersten feinen, bläulichen Wölkchen der nachfolgenden 10-Pfennig-Zigarre steigen, die ich freilich nur selten rauche, und wenn ich sie rauche, betrachte ich liebevoll das Sofa, auf dem ich ruhen werde. Wenn ich mich darauf ausstrecke, lege ich vor mir auf den Tisch das Buch, das ich am Nachmittag lesen werde, und in den Seligkeiten seiner Bilder- und Gedankenwelt schlafe ich ein. In den gelegentlichen Pausen der Lektüre denke ich an Theater oder Konzert, das ich am Abend besuchen werde. Ein göttliches Thema der Pastoralsymphonie klingt auf, ein paar Verse aus dem Wallenstein rauschen mit Geisterfittichen an meinem Ohr vorüber, oder ich sehe schmunzelnd den lustigen Filou des zerbrochenen Kruges sein Knie verbinden und lese weiter. Wenn ich das Buch weggelegt habe, nehme ich die Zeitung her und lese das Programm des Abends, und dann beschließe ich, mir einen Stehplatz auf der Galerie der Oper oder im Konzertsaal zu kaufen.
Sofort befällt mich das wundervolle Fieber, das mich als Jungen tagelang vor meinem jährlich einmal erlaubten Theaterbesuch umfangen hielt. Sofort hebt das köstliche Geigengewühl der Ouvertüre zum Figaro an, den ich als 18-Jähriger hören durfte. Der Vorhang steigt hoch, und ich höre 5, 10, 20, und weiter geht's durch die Akte bis »O Engel, verzeihe«. Und dann fasse ich den Entschluss, zu Hause zu bleiben, denn nichts auf der Welt kann ja so herrlich singen und spielen wie meine Erwartung. »Und verbringen Sie alle Tage in der gleichen Weise?« »Oh nein«, rief er, »oh nein! Jetzt kommt ja zum Beispiel die Reisezeit. Da lese ich zunächst Reisebeschreibungen. Den deutschen Wandertrieb trage ich in mir, solange ich denken kann. Nichts kaufte ich mir schon als Junge so gern von der Bücherkarre wie Reiseschilderungen mit Kupfer- und Stahlstichen oder auch Holzschnitten. Vor manchen dieser Bilder konnte ich stundenlang sitzen, bis ich jeden Quadratmillimeter durchwandert hatte. Ja, in solch einer Stunde machte ich oft jahrelange Reisen, Reisen voll staunenden Schauens, Träumens und glückseligen Hoffens. So war ich bald im Schwarzwald und im Altai, am Rhein und am Orinoco zu Hause. Meine bescheidene Pension erlaubt mir immerhin eine kleine Reise im Jahr, und wenn nun die Ferien kommen, sehen Sie, da verbringe ich halbe, ja ganze Tage am Bahnhof oder am Hafen und freue mich mit den Abreisenden in alle Fernen der Welt. Welch ein eigenes Glück liegt auf diesen Gesichtern, namentlich auf den Jungen. Wie köstlich ist diese Mischung von sehnsüchtiger Hast und sicher behaglicher Erwartung. Wie köstlich ist die Behäbigkeit solch eines Studenten, der sich Obst und Zeitungen und Zigarren kauft, weil das Reisegeld doch so maßlos groß ist, und in seinen Augen, in allen Augen schwimmen alle Fluren und Seen, alle Wälder und Berge der Erwartung. Und wenn ich dann daheim bin, studiere ich Fahrpläne und Reiseführer und zeichne mir meine eigene Reisekarte. Das ist ein unendlicher Genuss. »Und wohin soll's denn diesen Sommer gehen?« »Oh«, machte er sehr verlegen, »das weiß ich noch nicht. Ich werde wohl kaum reisen.« »Nicht? Nein, ich bin ja noch nie gereist. Mit einer einzigen Ausnahme. Da hatte ich ein Rundreisebillett für den Harz genommen. Aber ich war schon nach einem Tage so enttäuscht, dass ich schnell wieder heimgefahren bin. Ich könnte ja reisen, wenn ich wollte. Das genügt mir.« »Nun«, rief ich und konnte nicht umhin, ein wenig zu lachen, »da bin ich freilich weniger genügsam. Ich freue mich, um ein tiefsinniges Beispiel aus meinen Schuljahren zu gebrauchen, auf die Reise und auf der Reise.« »Wirklich?«, fragte er mit starkem Zweifel. »Und Sie überreden sich nicht nur zur Freude? Man hat sich vorher auf einen großen Genuss gespitzt, und aus einer gewissen Eitelkeit will man dann nicht der Hineingefallene sein. Sie nehmen mir diesen etwas impertinenten Zweifel doch nicht übel«, rief er ängstlich. »Ich denke nicht daran, wenn Sie mir nur auch eine Frage erlauben wollen.« »Bitte.« »Wenn Sie Ihren Reis essen und an die Zigarre denken, schmecken Sie dann mehr den Reis oder den Tabak?« Die Frage machte ihn stutzig. »Sie können recht haben«, meinte er zögernd und mit einem liebenswürdigen Lächeln. »Vielleicht schmecke ich mehr den Tabak als den Reis.« »Sehen Sie«, rief ich mit höflicher Schadenfreude, »und vielleicht gar Reis und Tabak durcheinander. Das ist aber schade um den Reis, wenn wir bei diesem materiellen Beispiel, materielle Beispiele sind so schön anschaulich, bleiben wollen. Wenn ich meinen Reis esse, so widme ich mich ihm unbeschadet der genossenen Vorfreude, denn auch ich liebe dieses vielmisshandelte, edle Korn. Ich freue mich auf alle künftigen Sonnenstrahlen, aber wenn mir einer aufs Buch fällt, freue ich mich an ihm. Ich freue mich auf alle hohen und herrlichen Dinge, die mir das Leben vielleicht gewähren will. Aber wenn ich einen echten Künstler, den Don Juan, singen höre, dann rinnt mir sein Champagnerlied so gewiss, so gegenwärtig, so gegenständlich in Ohr und Herz, wie wirklicher Champagner über eine Zunge rinnt.
Ich freue mich im Winter auf den Frühling, wie Sie. Aber wenn er da ist, dann feiere ich dies Fest des Blutes so redlich wie der Südländer den Karneval. Merkwürdig, murmelte er. Und Sie sind nie enttäuscht? Mein Leben ist reich an Enttäuschungen, aber der Genuss enttäuscht mich selten. Oft übertrifft er meine Erwartungen. Ein sehr merkwürdiger Fall, murmelte er abermals. Vielleicht liegt der Fall einfacher, als Sie denken, versetzte ich. Wir Menschen sind, die Anwesenden wie immer ausgenommen, eine sehr unbescheidene Gesellschaft, oder sagen wir richtiger, eine unverschämte Bande. Wir sind alle mehr oder weniger von der Art jener Leute, die beim Anblick des Amazonenstromes ausrufen, »Ach, hab ich mir viel breiter gedacht!« Oder wenn sie von der Geschwindigkeit des Lichtes hören, »Ach, hab ich mir viel schneller gedacht!« Oder wenn sie das hohe C eines Tenors hören, »Ach, das habe ich mir aber höher gedacht!« Die Rosinen, die wir von der Zukunft erwarten, malen wir uns immer in der Größe von Orangen aus. Und wenn wir ein wenig darauf warten müssen, werden sie wie Kürbisse. Verstehen Sie mich recht? Ich meine nicht, dass wir unsere Erwartungen künstlich herabstimmen sollen. Dann ist es keine Kunst, Enttäuschungen zu entgehen. Wir sollen nur ein wenig Gefühl für das Maß aller menschlichen und irdischen Dinge bewahren. Wir sollen uns schon freuen auf den Frühling. Aber wir sollen nicht meinen, dass dann aus jedem Laternenpfahl eine Magnolie werde. Ja, ich gehe noch einen Schritt weiter. Unter den mancherlei feinen Worten, die Nietzsche gesprochen hat, ist auch das vortreffliche Wort, man soll nicht genießen wollen. Auch hier bitte ich mich nicht falsch zu verstehen. Man soll kein steifes Genick haben, soll bereit zum Genuss sein, willig zum Genuss, und wenn er da ist, soll man ihn mit jubelnder Unschuld umfangen. Aber man soll nicht auf ihn lauern, soll um Gottes Willen sein Leben nicht auf Genuss anlegen. Es ist bekannt, dass improvisierte Vergnügungen die besten sind. Warum? Weil keine Erwartung vorhergeht, die sie enttäuschen könnten. Nun, wir haben es in der Hand, alle unsere Vergnügungen in diesem Sinne zu erhöhen. Wie das? Wir brauchen nur recht ernst und streng zu arbeiten. Nach der Arbeit schmecken alle Genüsse wie improvisierte. Fragt sich immer nur, ob die Vorbereitungen, die Erwartung, nicht köstlicher sind als aller Genuss. Ich bestreite die Allgemeingültigkeit dieser Behauptung. Ich musste als Jüngling in einem wahren Hundeloch von einem Zimmer meine Studien betreiben und betrieb sie mit großen Ausblicken in die Zukunft, aber jeden Morgen freute ich mich auch, dass Fenster, Fußboden und Geräte frisch gesäubert waren, freute mich, dass ich von diesem Zimmer aus viele Dächer und ein gutes Stück des Himmels überblickte, genoss ich die Wolkenbilder des Tages, und wenn ich ein Buch aufschlug und mich darüber neigte, schwamm ich in Seligkeiten des Augenblicks. Auf meinen Reisen fühlte ich oft und tief die Vorfreude des Wiedersehens mit Weib und Kind, aber wenn einem dann im Augenblick der Heimkehr Weib und Kind an den Hals fliegen und einen abküssen, dann hat das beim Himmel seine eigenen nicht zu verachtenden Reize. »Sie sind glücklich verheiratet?« fragte er mit einer sehr zarten Hervorhebung des Wortes »glücklich«. »Ja, Sie sind ledig, wie ich glaube.« »Ledig, ja, das ist das richtige Wort. Meine Erwartung ist an keine Realität gefesselt. Ich liebe die Frauen über alles. Sie sind das Beste, was wir auf der Erde haben. Sie sind so viel besser als wir. Darum ist es ja so töricht von ihnen, wenn sie uns ähnlich werden wollen. Ich weiß, dass wir in vielen, vielleicht in den meisten Dingen stärker sind als sie. Ihre schöpferischen Fähigkeiten sind gering, aber sie brauchen auch nicht das Schönste und Beste zu schaffen, weil sie das Schönste und Beste dieser Erde sind. Natürlich gibt es weibliche Kanaillen, das weiß ich, aber auch in der Verworfensten ist noch ein Himmelsrest. Das möchte ich von dem verworfensten Manne nicht behaupten. Wenn ein Weib nur von Weitem in meinen Kreis tritt, so fühle ich es wie die Gegenwart eines Gottesboten. Das Weib verbindet uns in Wahrheit mit dem Göttlichen. Ich fühle mich dann reiner, besser, höher. Ich wäre dann nicht fähig, Niedriges zu denken oder zu tun.
und ein Weib, das man mit den unschuldigsten Kräften seines Herzens verehrt, mit Leib und Seele besitzen, und das Weib, das man ganz besitzt, aus dem kindlichsten Grunde der Seele vergöttern, das ist ganz gewiss und ohne allen Widerspruch, ohne allen Zweifel, die höchste aller Glückseligkeiten, ist ein Glück, bei dessen Vorstellung mich von jeher ein Taumel ergriffen hat. Und sehen Sie, darum habe ich nicht geheiratet. Wenn auch das verworfenste Weib einen Himmelsrest bewahrt, so wird auch das vollkommenste einen Erdenrest bewahren, und das reinste Bild, das ich von menschlichem Wandel und Wesen in der Seele trage, getrübt zu sehen, das würde ich nicht ertragen. Lieber noch will ich Ihnen lächerlich erscheinen und das höchste Glück mit meinen 65 Jahren noch erwarten. Er erschien mir keineswegs lächerlich, sondern bemitleidenswert. Er war zu zart gebaut für die Welt und blieb darum im Vorhof des Lebens. Ich musste an die Menschen denken, die niemals im Leben eine Wasserfahrt wagen und die mir auch immer mehr bedauernswert als lächerlich erschienen. Das Leben, fuhr ich nach einer Weile des Schweigens fort, bringt auch angenehme Enttäuschungen, auch die Ehe tut das. Und man muss, wenn man mit dem Leben fertig werden will, Glück und Unglück, angenehme und schlimme Enttäuschungen ineinander rechnen, wie es ein mutiger Kaufmann tut. Ein Kaufmann, der nur auf Gewinn wartet und keinen Verlust wagt, wird es nicht weit bringen. Und soll ich Ihnen noch etwas ganz Verschrobenes sagen? Ich liebe die Enttäuschungen. Sie sind der Stachel, der uns treibt, zu immer strebendem Bemühen. Der Weltenherr hat uns einen herrlichen Bissen in die Wolken gehängt, das reine Glück. Wenn wir glauben, es erschnappt zu haben, zieht er es höher hinauf, immer höher, bis in die Sterne. Das ist schmerzlich, aber es hat ein Gutes. Wir lernen springen dabei, und seltsamerweise hat es noch ein Gutes. Gerade so bleibt in uns lebendig, was sie über alles schätzen, die Erwartung, die Hoffnung. Und zwar eine immer verjüngte Erwartung, eine immer neugeborene Hoffnung. Wenn jede Hoffnung ganz Erfüllung fände, so würde niemand mehr hoffen, und das sogenannte Glück wäre eine trübselige Selbstverständlichkeit. Wenn wir aber das Leben nicht anpacken und niemals Genuss und Enttäuschung wagen, muss dann unsere Hoffnung nicht versteinern? Die letzte Bemerkung schien ihn tiefer zu treffen, als ich wünschte. »Es ist doch noch recht frisch«, sprach er mit einem Schauder und erhob sich. »Meine Überzeugung vom Wert der Enttäuschung«, sagte ich, »gibt mir den Mut, Sie zu Tische zu laden. Wollen Sie mir die Freude bereiten, mit mir zu speisen?« »Sie sind sehr gütig«, versetzte er, »und ich nehme Ihre Einladung an, aber für später. Gönnen Sie mir mindestens 8 Tage lang die Vorfreude dieses Festes.« »Dann leiste ich jede Bürgschaft für Ihre Enttäuschung«, rief ich lachend. »Oh nein«, meinte er, »ich habe ein sicheres Gefühl, dass ich nicht enttäuscht sein werde, und ich werde ernstlich versuchen, Ihren Reis mit vollster Konzentration auf jedes einzelne Korn zu genießen. Ich muss von Ihnen lernen.« »Das habe ich nicht mehr nötig«, erwiderte ich, »denn ich habe bereits gelernt, mich auf unsere nächste Unterhaltung von Herzen zu freuen.« »Sie verstehen nicht nur das Glück des Augenblicks zu genießen«, versetzte er, »Sie verstehen auch, dauernd zu beglücken.« Höher ging's nimmer. Sein letztes Kompliment schnitt mir den Atem der Seele ab. Ich konnte mich nur errötend verbeugen, und wir schieden mit einem ehrlichen Händedruck. Er ist nie gekommen. Er hat es mir später einmal gestanden. Ich fürchte, dass sie mich in meiner Anschauung erschüttern könnten, und als 65-Jähriger noch mit der Philosophie wechseln, das tut nicht gut. Alte Kanarienvögel sterben, wenn man sie an die Außenluft bringt. Zwar freue ich mich auf den Tod, weil er die ewige Ruhe bringen soll, aber ich will auch diese Vorfreude möglichst lange genießen. Ende von »Im Vorhof des Lebens«, aufgenommen von Eva K. www.texte-leis-und-laut.de
Ein Idyll von Guy de Maupassant, übersetzt von Georg von Umteda. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Zug hatte eben Genua verlassen und fuhr nun nach Marseille. Er folgte den langen Biegungen der Felsenküste, indem er gleich einer Eisenschlange zwischen Berg und Meer dahinglitt. Dann kroch er über den gelben Sand des Strandes, den kleine Wellen mit einem Silbernetz umspinnen, hin und verschwand plötzlich im schwarzen Rachen eines Tunnels, wie ein Tier in seiner Höhle. Im letzten Wagen des Zuges saßen eine dicke Frau und ein junger Mann einander gegenüber. Sie sprachen kein Wort, warfen sich nur ab und zu einen Blick zu. Sie zählte 25 Jahre. Am Fenster sitzend blickte sie in die Landschaft hinaus. Sie war eine kräftige Piemonteser Bäuerin mit schwarzen Augen, runden Wangen und mächtigem Busen. Ein paar Pakete hatte sie unter den Holzsitz geschoben, einen Korb hielt sie auf den Knien. Er mochte gegen 20 Jahre alt sein, war hager und braun, von jener fast schwarzen Hautfarbe der Männer, die im Sonnenbrande auf dem Felde arbeiten. Neben ihm lag in ein Tuch geknotet all sein Besitz, ein paar Schuhe, ein Hemd, Hose und Rock. Auch er hatte etwas unter die Bank gelegt, Schaufel und Hacke, mit einem Strick zusammengebunden. Er wollte in Frankreich Arbeit suchen. Die Sonne stieg und bestrahlte wie mit Feuer die Küste. Es war gegen Ende Mai. Mit der Luft zogen köstliche Wohlgerüche in den Waggon, dessen Fenster herabgelassen waren. Orangen- und Zitronenbäume standen in Blüte und ließen ihren zuckersüßen, starken, berauschenden Geruch in die unbewegte Luft strömen. Rosendüfte mischten sich darein, denn Rosen wuchsen längs der Bahn, in den reichen Gärten, an verfallenem Gemäuer, wie auf freiem Feld. Dort ist die Heimat der Rosen. Sie senden überall ihren losen Duft hinaus, dass die Luft dem Atmenden schmeckt und ihn berauscht wie süßer Wein. Langsam fuhr der Zug, als wollte er in diesem köstlichen Garten länger verweilen. Alle Augenblicke hielt er auf kleinen Bahnhöfen, vor kleinen weißen Stationshäusern, um dann ganz bedächtig weiterzufahren, nach unendlich langem Pfeifen. Niemand stieg ein. Es war, als ob die ganze Welt schlummerte und sich nicht entschließen könnte, sich an diesem warmen Frühlingsmorgen von der Stelle zu bewegen. Die dicke Frau machte ab und zu einmal die Augen zu und riss sie jäh wieder auf, wenn der Korb ihr von den Knien zu rutschen drohte. Mit schnellem Griff haschte sie ihn, sah ein paar Minuten zum Fenster hinaus und nickte wieder ein. Schweißtropfen perlten auf ihrer Stirn, sie atmete mühsam, als ob ihr ein Alp auf der Brust läge. Des jungen Mannes Kopf war herabgesunken, und er hielt den festen Schlaf der Landleute. Da wurde die Bäuerin, als sie eben einen kleinen Bahnhof verließen, plötzlich wach, öffnete den Korb und zog ein Stück Brot, harte Eier, eine Flasche Wein und schöne rötliche Pflaumen daraus hervor. Dann begann sie zu essen. Der Mann war auch plötzlich aufgewacht und sah ihr zu. Jeden Bissen, den sie aß, verfolgte er auf seinem Wege von den Knien bis zum Mund. Mit untergeschlagenen Armen, starren Augen, hohlen Wangen, geschlossenen Lippen saß er da. Sie aß wie eine dicke, gefräßige Frau, indem sie immer zwischendurch einen Schluck Wein trank, um die Eier hinunterzuspülen. Dann machte sie eine Pause, sich zu verschnaufen. Alles verschwand. Brot, Eier, Pflaumen, Wein. Und sobald sie ihre Mahlzeit beendet, schloss der junge Mann wieder die Augen. Da fühlte sie sich etwas voll und lockerte ein wenig ihre Taille. Plötzlich
blickte sie der junge Mann wieder an. Sie kümmerte sich nicht weiter darum, sondern fuhr fort, das Kleid aufzuknöpfen. Die geschnürte, nun frei gewordene Brust blähte den Stoff, und aus dem weiter werdenden Spalt leuchtete etwas weiße Wäsche und Fleisch. Als sich die Bäuerin wohler fühlte, sagte sie italienisch, »Es ist heiß zum Ersticken.« Der junge Mann antwortete, gleichfalls italienisch und zwar mit derselben Aussprache, »Es ist schön zum Reisen.« Sie fragte, »Sie sind aus Piemont?« »Aus Asti.« »Ich aus Casale.« Sie waren Nachbarn und begannen miteinander zu schwatzen. Sie redeten von den banalen Dingen, wie sie gewöhnliche Leute immer im Munde führen und wie sie ihrem langsamen, beschränkten Denkvermögen genügen. Sie sprachen von ihrer Gegend. Sie hatten dieselben Bekannten. Sie nannten Namen und wurden immer vertrauter, je mehr sie gemeinsame Freunde fanden. Schnell sprudelten ihre Worte mit den klangvollen Endsilben und dem eigenen Tonfall der Italiener hervor. Dann redeten sie über sich selbst. Sie war verheiratet und besaß schon 3 Kinder, die bei ihrer Schwester geblieben waren, denn sie hatte eine Stelle als Amme gefunden. Eine gute Stelle bei einer französischen Dame in Marseille. Er wollte Arbeit suchen. Man hatte ihm gesagt, dort würde er noch Arbeit finden, weil man gerade viel baute. Dann schwiegen sie. Die Hitze wurde unerträglich. Wie ein Feuerregen brannte die Sonne auf dem Wagendach. Hinter dem Zug wehte der Staub auf und drang ins Coupé, und die Orangen- und Rosendüfte schienen immer stärker und schwerer die Luft zu durchziehen. Die beiden Reisenden schliefen wieder ein. Fast zugleich wachten sie wieder auf. Die Sonne stieg ins Meer herab und warf ein Strahlenbündel auf seine blaue Fläche. Die frischere Luft schien leichter zu sein. Die Amme keuchte mit offenem Mieder, schlaffen Zügen, erloschenen Augen. Sie sagte mit müder Stimme, »Seit gestern habe ich nicht genährt und mir ist ganz schwindelig, wie eine Ohnmacht.« Er gab keine Antwort. Er wusste nicht, was er sagen sollte. Sie fing wieder an. »Wenn man so viel Nahrung hat wie ich, muss man eigentlich 3-mal täglich zu trinken geben. Sonst fühlt man sich nicht wohl. Es ist ein Gefühl wie ein Druck auf dem Herzen, so dass man nicht atmen kann und wie zerschlagen ist. Es ist ein Unglück, wenn man so viel Nahrung hat.« Er sagte, »Ja, das ist ein Unglück. Das muss sie furchtbar quälen.« In der Tat schien sie krank zu sein, müde und niedergeschlagen. Sie murmelte, »Man braucht nur drauf drücken und die Milch spritzt. Das ist ganz merkwürdig. Sie werden es nicht glauben. In Casale haben sich's alle Nachbarn angesehen.« Er meinte, »Ach, wirklich?« »Ja, wirklich. Ich würde es Ihnen zeigen, aber das hilft mir nicht genug. Das erleichtert nicht genug.« Sie schwieg. Der Zug hielt wieder. An einem Zaun lehnte eine magere, zerlumpte Frau, die ein kleines Kind auf dem Arme trug. Die Amme sah sie an und sagte mitleidig, »Da, der könnte ich helfen. Und das Kind mir. Sehen Sie, reich bin ich nicht, weil ich doch von zu Hause fortgehe, von meinen Kleinen, um in Stellung zu gehen. Aber ich würde sofort 5 Franken geben, wenn ich das Kind nur mal 10 Minuten trinken lassen könnte. Das würde es beruhigen und mich erst. Ich glaube, ich wäre wie neu geboren.« Wieder schwieg sie. Dann wischte sie sich mehrmals mit der brennenden Hand den Schweiß von der Stirn und seufzte, »Ich kann's nicht mehr aushalten. Mir ist, als sollte ich sterben.« Durch eine unwillkürliche Bewegung klaffte ihr Kleid ganz auf. Die rechte Brust erschien stark und mächtig. Und die Frau klagte, ach Gott, was soll ich nur anfangen?« Der Zug hatte sich wieder in Bewegung gesetzt,
und rollte weiter in dem Blumenmeer, das seine abendlichen Düfte verströmte. Hier und da lag ein Fischerboot, wie schlafend auf der blauen Flut mit seinem unbeweglichen weißen Segel, das sich im Wasser spiegelte, als ob eine andere Barke umgekehrt darunter läge. Der junge Mann stammelte verwirrt: »Aber, gute Frau, ich könnte Sie erleichtern.« Sie antwortete mit gebrochener Stimme: »Ja, wenn Sie wollen, Sie würden mir einen großen Dienst leisten. Ich kann's nicht mehr aushalten, ich kann nicht mehr.« Er kniete vor ihr nieder, und sie beugte sich zu ihm, indem sie ihm mit richtiger Ammenbewegung die Brust reichte. Dabei trat ein Tropfen Milch aus. Er trank hastig, gierig, regelmäßig. Beide Arme hatte er um die Frau geschlungen, sie an sich zu ziehen, und er bewegte den Hals wie ein Kind bei jedem Schluck. Plötzlich sagte sie: »So, diese ist genug, hier die andere.« Gelehrig nahm er die andere. Die Frau hatte dem jungen Mann ihre Hände auf den Rücken gelegt, sog nun tief und glücklich den Blumenduft ein, den ein Luftzug hereintrug, und seufzte: »Oh, hier riecht es schön.« Er antwortete nicht. Er trank mit geschlossenen Augen, wie um den Genuss zu erhöhen an seiner Quelle. Aber sie entzog sich ihm sanft. »Es ist genug. Ich fühle mich leichter. Das hat mich wieder lebendig gemacht.« Er hatte sich erhoben und wischte sich mit dem Handrücken den Mund. Sie sprach zu ihm, indem sie die Brust wieder ins Mieder zurückgleiten ließ: »Sie haben mir einen großen Dienst geleistet. Ich danke Ihnen tausendmal.« Und er antwortete mit dankbarem Ausdruck: »Bitte sehr, ganz auf meiner Seite. Ich hatte nämlich seit 2 Tagen nichts gegessen.« Ende von Ein Idyll, gelesen von Hokus Pokus. Mutter, mach es wieder ganz, von Fritz von Ostini. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Mutter, mach es wieder ganz. Hilflos schluchzend presste das junge Weib sein Gesicht in die verblichene Straminstickerei des Sofakissens. Frau Hedwig saß vor dem Nähtisch in der Fensternische und lauschte in den Garten hinaus, wo eintönig ein Gewitterregen auf Büsche und Beete niederklatschte. »Weine dich aus, Kind«, hatte sie zur schönen Martha gesagt, und da lag die nun und weinte, als sollte der Strom ihrer Tränen nie wieder versiegen. Martens Mutter saß ganz still. Die Häkelarbeit war ihr in den Schoß gesunken und ruhte. Man hörte nichts im Zimmer als das Ticken der Uhr und das Schluchzen der jungen Frau. Über die Mutter kam nun aber plötzlich ein Erinnern. Hier war's gewesen, an derselben Stelle, einmal, zweimal, ach, wie oft, wie oft. Hier hatte sie gesessen, über die Arbeit gebeugt, und dann war das Kind gekommen mit jener Bitte, wie heute auch. Zum ersten Male geschah es, da Frau Hedwig nicht viel älter war als jetzt ihre Tochter. Da war das stille kleine Mädchen, das auf seine Sachen so säuberlich Acht gab, in die Stube gekommen, Tränen überströmt, die Trümmer seiner zerbrochenen Puppe im Schurz. Der Lastwagen eines rohen Fuhrknechtes war über das Spielzeug gegangen, und die Kleine legte nun ihren zertrümmerten Liebling Stück um Stück in Frau Hedwigs Schoß. »Oh, bitte, bitte, Mutter, mach es wieder ganz!« Mama konnte ja alles, und das Kind glaubte so felsenfest daran, seine zerbrochenen Spielsachen und seine zerrissenen Kleidchen, seine schadhaften Bilderbücher, alles machten der Mutter geschickte, nie ruhende Hände wieder heil. Da war es denn kein Wunder, dass Martha auch damals zu Frau Hedwig kam,
als der garstige Packern ihr weißes Kaninchen totgebissen hatte. Wie einst die Spielzeugtrümmer trug jetzt das Kind die zierliche Leiche des Tierleins ins Zimmer und wieder unter heißem Weinen bat es, »Mutter, mach es wieder ganz! Oh, bitte, bitte!« Und Mama half. Ohne frommen Betrug ging das freilich nicht, aber der Glaube des Kindes an die Allmacht der Mutter war zu rührend, als dass er hätte enttäuscht werden sollen. Aus dem Kinde wurde ein Weib, das nun auch einmal, nur einmal, als die Stunde gekommen war, sein Geschick in die eigenen Hände nahm und den Weg ging, den es die auflodernden Sinne wiesen, das dumme, wildpochende Herz. Die Mutter konnte das Kind nicht halten. Sie konnte zuletzt nur weinen und wachen, dass sie zur rechten Zeit noch berge, was zu bergen war. Aber in ihr schwarzes Haar woben sich silberne Fäden seit jenem Tag. Dann kam es auch, wie es kommen sollte. Dem Rausche folgte die Ernüchterung. Das funkelnde, güldene Götterbild war innen hohl und leer. Wie damals die Stücke der verunglückten Puppe, wie den Körper des toten Häsleins, trug Martha jetzt ihr zerbrochenes Glück der Mutter ins Haus, der Mutter, deren Rat und Flehen sie nicht gehört. Mit todesbangen, großen, rotumrandeten Augen sah sie auf zu der alternden Frau in der Fensternische, und diese Frau las in den Augen wieder die Kindesbitte. »O Mutter, Mutter, mach es wieder ganz!« Ein Schimmer von Lächeln flog über das Gesicht der Mutter Hedwig, und sie sann und sann und betete im Stillen um das rechte Wort und um den richtigen Rat. Der Regen hatte aufgehört, ein grün-goldenes Leuchten flog in die Stube herein, zitternde Lichtkugeln tanzten auf der Diele. Die Tränen des jungen Weibes waren versiegt. Sie richtete sich auf und wieder blickte sie, wundergläubig wie ein Kind, zu der Frau am Fenster empor, harrend, was sie sagen werde. Ende von »Mutter, mach es wieder ganz«, aufgenommen von Jule Niedermeyer. Erzählungen aus des deutschen Spießers Wunderhorn. Wozu dient eigentlich weißer Hundedreck? Von Gustav Meyrink. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Bernd Ungerer. Wozu dient eigentlich weißer Hundedreck? Wohl nur wenige wissen, dass er überhaupt zu etwas dient. Er dient aber ganz bestimmt zu irgendetwas Besonderem, da ist kein Zweifel. Wenn ich frühmorgens das Haus verlasse, knapp ehe der Postbote kommt und in meinen Briefkasten, der übrigens sowieso mit Wasserspülung versehen ist, einen Haufen Papier wirft, bleibe ich jedes Mal im Garten eine kleine Weile stehen und sage laut »X, X«. Und sofort setzt ein höchst befremdliches Phänomen ein. Schwirrendes Gehuste dringt aus dem dürren Laub empor, Gekrächz und rasselndes Fauchen. Zwei glühende Augen erglimmen in Spannenhöhe vom Boden und gleich darauf saust etwas Schwarzes mit einer haarlosen Balkgeschwulst am Halse unter den Sträuchern hervor auf mich los und trachtet, von irrsinniger Wut geschüttelt, in meine Bügelfalten meiner Hosen zu beißen. Welcher Wesensreihe das Geschöpf angehört, konnte ich bisher nicht feststellen. Die Morgenstunden verbringt es mit krummen Rücken und in kauernder Stellung unter einem Holunderbusch. Das ist gewiss, das habe ich nach und nach herausbekommen. Das Dienstmädchen schwört, zuweilen trage das Phantom eine blaue Decke, feuerrot gefüttert und in der hinteren Ecke mit einer Krone geschmückt. Ich konnte dergleichen nie wahrnehmen, trotz schärfster Beobachtung, und es scheint fast, als ob in diesem Falle die Netzhaut jedes Menschen verschieden reagiert. Was nun das Wesen mit der Balkgeschwulst auch sei, ob nach der Krone zu schließen,
Der ruhelose Schemen des letzten entarteten Sprosses eines erloschenen Adelsgeschlechtes, der unter gewissen astrologischen Aspekten Gestalt gewinnt, oder vielleicht gar nur ein simpler Bürger des Tierreiches, etwas Gespenstisches, das mich immer wieder an seiner Stofflichkeit zweifeln lässt, haftet ihm jedenfalls an. Ich fühle deutlich, es ist uralt, und ich zweifle nicht, sich der Schlacht Cannae zu entsinnen, muss ihm ein leichtes sein. Der Hauch der Vergangenheit umweht es. Doch trotz seines Greisentums ist nichts Abgeklärtes an ihm. Der Hass einer ganzen Welt findet Raum in seinem Herzen. Wirklich gebissen hat es in meine Bügelfalten noch nie. Auch das spräche dafür, dass es sich um eine Spiegelung aus einer anderen Sphäre handeln könnte. Irgendetwas Unwägbares, Unsichtbares scheint es zu zwingen, im letzten Millimeter, im letzten Bruchteil eines Augenblicks immer und immer wieder davon abzustehen, trotzdem es in seinem Vorhaben nie erlahmt und stets von Neuem losfährt. Unvermittelt, wie das Phänomen einsetzt, erlischt es auch jedes Mal. Urplötzlich, ohne jedes Vorzeichen, gellt nämlich eine Stimme vom Himmel und ruft: »Ami! Ami!« Ganz deutlich: »Ami!« Ich finde daran nichts Wunderbares. Wie oft ist es nicht bei den alten Juden vorgekommen, dass eine Stimme vom Himmel rief? Warum sollte es bei mir in der Kolumbusgasse ausgeschlossen sein? Auf das Wesen mit der Balggeschwulst jedoch übt es eine verheerende Wirkung aus. Mit einem Ruck lässt das Phantom von mir ab und kratzt schnell wie der Blitz durch die Gartenpforte um die Ecke, wo es sich augenblicklich dematerialisiert. Nach all dem scheint nur das Wort »Ami« eine jener fluchwürdigen Klangformeln zu sein, wie man sie im Lamrim des Tsongkhapa, den furchtbaren Zauberbüchern der Tibetaner, angedeutet findet, und die, richtig ausgesprochen, im Reiche der Ursachen astrale Wirbelstürme von einer Gewalt zu entfesseln vermögen, dass selbst wir in unseren schützenden Stoffhüllen noch die letzten Ausläufer solcher Katastrophen in Form spukhaft unerklärlicher Vorgänge schreckerfüllt wahrnehmen. Oft habe ich die geheimnisvollen Silben »Ami« selber gesungen, erst zaghaft, dann immer beherzter, doch niemals trat eine sichtbare Veränderung in der Welt der Materie ein. Offenbar betonte ich falsch. Oder sollte die Wirksamkeit durch vorausgehende strenge Askese des Sängers bedingt sein? Mit der Dematerialisation des Wesens mit der Balggeschwulst ist der Prozess, dessen Zeuge ich allmorgendlich bin, keineswegs abgeschlossen. Kaum ist nämlich die himmlische Stimme verklungen, so tritt ein Invalide in den Garten und begibt sich stumm zu dem Holunderbusch. Ich traue niemals dem flüchtigen Augenschein, die Sinne leisten so unsichere Gewähr für abstrakte Erkenntnis, der Invalide aber ist bestimmt echt. Ich habe ihn fotografieren lassen. Mit einem Schürhaken entnimmt der Krieger der Erde einige fahle Gegenstände und wirft sie triumphierend zu den übrigen in den halbvollen Sack, den er an seiner rechten Seite, die linke ist mit Tapferkeitsmedaillen behangen, als Gegengewicht trägt. Es liegt etwas Diabolisches darin, dass sich die fahlen Gegenstände immer genau an derselben Stelle vorfinden, die kurz vorher das Wesen mit der Balggeschwulst verlassen hat. Es muss da zweifellos ein gespenstischer Zusammenhang bestehen. Wenn irgendein armer Mann die fahlen Gegenstände sammeln würde, die Sache wäre kaum der Beachtung wert. Man müsste denken, sie besitzen nur geringen Wert und sollen im Haushalte der Natur irgendeinem untergeordneten Zweck zugeführt werden. So aber? Invaliden sammeln dergleichen? Häuft nicht das Vaterland Ehre und Reichtum auf diese Menschen mit vollen Händen? Der Dankeschuld für vergossenes Blut und geopferte Glieder erschüttert eingedenk?
Was jagen Sie da Abfällen nach? Die Sache hat einen doppelten Boden. Natürlich wird es wieder Schwarzseher in Menge geben, die sagen möchten, Invaliden seien arm. Die böse Absicht wäre aber zu offenkundig. Ist es doch klar, dass versagte hier wirklich einmal das Vaterland, jeder Einzelne selber freudigen Herzens einspränge. Denn wahrlich, nicht unbelohnt bleibt Opfermut fürs Vaterland, an das Fest sich anzuschließen, unsere echten Dichter immer warm empfahlen. Mit den fahlen Gegenständen muss es also eine ganz besondere Bewandtnis haben. Zu dieser Erkenntnis kam ich wohl vor Jahr und Tag. Als ich aber eines Morgens in der Zeitung las, man habe in einer Kammer einen greisen, einbeinigen Veteranen aus dem italienischen Feldzug tot aufgefunden und von Habseligkeiten nichts als einen Schürhaken und einen Sack voll weißer Hundeexkremente. Da überfiel es mich wie ein Schrecken, wie ein böser Zwang, diesen Rätseln nachgehen zu müssen, bis zum Äußersten. Schon wieder ein Invalide, schon wieder der gewisse Sack. Und wo sind die aufgestapelten Reichtümer des Toten hingekommen? He? Er muß sie gering geachtet haben, fühlte ich. Was liegt an ihnen, wenn mir nur der Sack bleibt, mußte er sich gesagt haben. Mir fiel die Geschichte von dem Derwisch ein, aus Tausend und einer Nacht, der in die Schatzkammer eingedrungen, alle Kleinodien achtlos liegen ließ und nur ein Büchschen nahm voll Salbe, die, aufs Auge gestrichen, alle Macht der Erde verhieß. Ein ungeheurer Wert, der Schlüssel zu unerhörten Genüssen, begriff ich, muß in den fahlen Gegenständen verborgen sein, wenn gerade die Invaliden, diese launenhaften, verweichlichten Günstlinge des Volkes, aller Unbill des Wetters spottend, umherstreifen und nichts unversucht lassen, ihrer habhaft zu werden. Stracks lief ich zur Polizei. Der Schürhaken war noch da, von dem Sacke aber keine Spur. Und niemand wußte, wo er hingekommen. Also doch, irgendjemand mußte offenbar alles daran gesetzt haben, sich ihn anzueignen, mit unerhörter Kühnheit ihn der Polizei in letzter Minute aus dem Rachen gerissen haben. Und wozu dient weißer Hundedreck, fragte ich mich, wozu dient er? Ich schlug im Konversationslexikon nach, unter H, unter E, unter W, unter D, alles umsonst. Meinen Invaliden auszuforschen wäre lächerlich gewesen, der am allerwenigsten hätte mir sein Geheimnis preisgegeben. So schrieb ich an das Unterrichtsministerium. Man gab mir keine Antwort. Ich ging in den Vortrag eines berühmten Konferenziers und als Publikum Fragen auf Zettel schrieb, gab ich auch meinen ab. Doch als er in seine Hände kam, zerknüllte er ihn und verließ indigniert den Saal. Auf dem Rathause konnte ich das zuständige Amtszimmer nicht finden und beim Bürgermeister wurde ich nicht vorgelassen. Man klebt ihn an die Decke von Prunksälen, und dann heißt er Stuckatur, höhnte ein Zyniker. Er ist das Pathos unter seinesgleichen, er ist Selbstzweck, meinte träumerisch der Dichter Peter Altenberg. Ein vornehmer Gelehrter wiederum wurde eisig abweisend und sagte streng, solche Dinge nimmt man in anständiger Gesellschaft nicht in den Mund. Übrigens sind sie die Vorboten ernsthafter Verdauungsstörungen, und sie dienen, bei diesen Worten blitzten seine Augen rügend, sie dienen zur Warnung, dass der begüterte Laie seine Lebensführung niemals ohne den Rat eines erfahrenen Arztes einrichten soll. Ein Mann aus dem Volke hingegen sagte gar nichts, trug mir nur stumm eine Ohrfeige an. Ich schlug andere Wege ein, trat Leuten, die ein geheimnisvolles Äußeres hatten, auf der Straße entgegen und stellte ihnen schroff die Frage, hoffend, sie zu überrumpeln, kurz, klar und ohne Umschweife. Sie wichen bestürzt zurück und flohen mit allen Zeichen des Schreckens. Da beschloss ich, einsam auf mich selbst beschränkt, in die Tiefen dieses Geheimnisses zu tauchen
und auf eigene Faust chemisch zu experimentieren, und ich ging selber auf die Suche nach jenen Stoffen. Als wolle eine finstere Macht mich höhnen, blieb gerade da die Stelle unter meinem Holunderbaum tagelang leer und, seltsam, auch das Wesen mit der Balggeschwulst schien verschwunden. Ich kann ohne Grauen gar nicht daran zurückdenken. Eine ganze Woche forschte ich an verlassenen Mauern entlang, kein Monument ließ ich unbesucht, alles umsonst. Und als mir endlich doch das Glück lächelte und ich die ersehnten Stoffe errungen und in einer Phiole geborgen hatte, da überfiel mich plötzlich eine quälende Angst. Was, wenn ich gerade jetzt ohnmächtig würde, wenn mich gar der Schlag träfe? Man würde die Stoffe bei mir finden, würde sagen, er hat eine schlechte Seele gehabt, er war pervers von Grund aus, das Schwein. Und das Glück meiner Familie wäre dahin für immer. Ja, und die Zwockel, mit denen mich unlösliche Bande heißer Sympathie verknüpfen, würden die Nase rümpfen und sagen, wir haben's eh gewusst, er war ein Individuum. Und der altdeutsche Jünglingsverein würde die Hände falten und auf meinem Grab einen Hurra-Fandango tanzen. Da warf ich die Phiole weit von mir. Das Studium der Geschichte geheimer Gesellschaften war das nächste, in das ich mich stürzte. Es existiert wohl keine Brüderschaft mehr, in die ich nicht schon hineingetreten wäre, und gäbe ich alle die tiefsinnigen geheimen Erkennungszeichen und Notrufe, über die ich verfüge, hintereinander von mir, man würde mich zweifellos als des Veitstanzes verdächtig ins Irrenhaus schleifen. Doch ich lasse nicht los. Ich muss herausbekommen, wozu er dient. Es gibt einen furchtbaren Orden, schreit jede Fieber in mir, eine stumme Vereinigung von Menschen, der Tür und Tor offen steht, die gefeit gegen die Pfeile des Zufalles die Welt am Gängelbande führt. Alle Macht auf Erden ist ihr gegeben, und sie nützt sie aus, ungestraft die schauderhaftesten Orgien zu feiern. Was sind die Sterbekatoristen des Mittelalters, die sich von je gebrüstet, unter den Alchemisten die einzigen Besitzer der wahren Materie zu sein, denn anderes als Bekenner dieser Sekte? Der uralte, vergessene Orden des Mopses. Welchen Zweck sonst kann er gehabt haben? Und bis in unsere Tage reichen die Fangarme der Brüder. Wer ist ihr Oberhaupt? Wo ist der Mittelpunkt, um den sie sich scharen? Der finstere Ohlendorf, Hamburgs ungekrönter Guano-König, muss ihr letzter Großmeister gewesen sein, ahne ich. Doch wer ist es heute? Oh, über diese Invaliden! Schätze auf Schätze werden sie häufen mit ihrem Schürhaken, und dann wehe uns. Mit bangem Blick sehe ich in die Zukunft. Die Tage verrinnen, und keiner bringt mir Antwort auf meine Frage. Wozu dient er eigentlich? Und zerdämmert die Nacht, und der Hahn kräht besorgt nach dem säumigen Tag, da liege ich noch schlaflos, derweil draußen unter dem Holunderbusch das Phantom mit der Balggeschwulst vielleicht schon heimlich sein Wesen treibt. Im Halbtraum sehe ich die Gestalten der Invaliden strotzend von Geschmeide in Scharen zum Blocksberg ziehen, und ich wälze mich gequält und ächze und seufze. Wozu, ja wozu dient eigentlich der weiße Hundedreck? Nachwort des Autors. Erklärende Zuschriften aus dem Publikum. Der geheimnisvolle Stoff diene zum Gerben von Handschuhen, verbiete ich mir aufs Strengste. Ende von Wozu dient eigentlich weißer Hundedreck? Das Tierleben an der Eisenbahn von Unbekannt. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org.
www.tierleben.org. Aufgenommen von HW. Das Tierleben an der Eisenbahn. Eine der interessantesten Erscheinungen der Neuzeit erkennen wir in der Art und Weise, wie die freilebenden Tiere sich dem heutigen Kulturleben gegenüber verhalten. Wir sehen viele derselben, den stillen grünen Wald, die friedlichen Fluren, wo früher Nahrungstrieb und ererbte Gewohnheit sie sich heimisch fühlen ließen, jetzt mit dem Aufenthalt in der Nähe der geräuschvollen, modernen Schöpfungen vertauschen. Hier suchen sie in ganz neuer Umgebung ihren Unterhalt und lassen sich sogar unter oft recht erschwerenden Umständen häuslich nieder. Dies alles bietet viel Anziehendes, besonders dem Tierfreunde, welchem die Tiere alle eben nur jüngere Brüder sind, mit Geist und Verstand, von der Mutter Natur begabt, so gut wie das sternenmessende, aufrechtgehende Geschöpf der Mensch. Als allenthalben der Eisenbahnbau begann, sah mancher eifrige Jäger und Grundbesitzer mit verbissenem Groll auf die sein Besitztum durchwühlenden Erdarbeiten, welche dem Dampfwagen einen Weg bereiten sollte. Blutenden Herzens schaute er den durch die Arbeiter und ihr reges Treiben verscheuchten Hühnern und Hasen nach. Vor seinem Geiste stand schon das schreckliche Bild des Augenblicks, wodurch den einem Sturmwind gleichenden Bahnzug alles tierische Leben aus der Gegend hinweggefegt sein würde. Im Anfange war auch das schnaubende, dampfende Ungeheuer mit dem markerschütternden Schrei und den windschnellen Füßen eine schreckliche und beängstigende Erscheinung, welche die freien Tiere rasch in ruhigere Gefilde trieb. Aber gar bald erkannten die eingeschüchterten Tierseelen in dem schwarzen Riesenpferde mit seiner polternden Wagenreihe eine friedlich vorüberziehende Kolonne, die regelmäßig kommt und geht und niemandem Leid zufügt. So wurde dem anfangs fast gespenstischen Zuge durch die Gewohnheit nach und nach das Schreckhafte genommen. Die Lokomotive versetzt heute selbst den Hasen in keine Aufregung mehr. Ruhig liegt er in der nahen Ackerfurche und lässt den Zug ohne das geringste Zeichen der Angst vorübertoben. Dann und wann hebt er höchstens den einen Löffel etwas empor, um sich zu vergewissern, ob der Lärm auch der wohlbekannte ist. Sehr häufig hat er sein Lager in den mit Gebüsch bewachsenen, trockenen Bahngräben, wobei es sich zuweilen ereignet, dass der Lokomotivführer einen Hasen, welcher sich in einem solchen Lager aufgerichtet hat und noch erregt und gestreckt dasitzt, zweifelhaft, ob er bleiben oder fliehen soll, mit den an der Seite der Maschine befindlichen Probierhähnen voll Wasser spritzt und dadurch natürlich in die eiligste Flucht treibt. Dies mögen indes noch junge sein oder halb Erwachsene, denn die Alten wissen, wie bekannt, die Gefahren gut abzuschätzen und bleiben gewöhnlich ruhig liegen. Es mag vorgehen, was will, sobald es nur nicht ihrer Sicherheit zu nahe tritt. Die Dampfpfeife ist jedoch den zart beseiteten Ohren Lampes stets ein unausstehlicher Klang geblieben und er ergreift fast immer sein Panier, wenn er, im Winde liegend, ihren scharfen Ton vernimmt. Zur Zeit der Liebe, welchen in allen Hasenherzen hoch empor zu flammen pflegt, besonders im Frühjahr, müssen freilich manche der Entbrannten ihr Leben auf der eisernen Schiene lassen. Wenn sie in hitziger Verfolgung irgendeiner Schönen nach ihrer Gewohnheit toll darauf losrennen, dann bei ihren Kreuz- und Quersprüngen auch auf die Bahn und unter die Räder eines Zuges geraten. Oft büßen sogar zwei oder drei der edlen Krautjunker zusammen auf diese leichtsinnige Weise ihr Leben ein. Nach dem Hasen verdient das Rebhuhn erwähnt zu werden, weil es das Unglück des Hasen teilen, wie dieser einer eifrigen Verfolgung unterliegt und dadurch höchst scheu und furchtsam geworden ist. Aber gerade das Rebhuhn benimmt sich in der Nähe der Bahnen und bei dem Nahen eines Zuges mit einer wahrhaft staunenswerten Unbefangenheit, ja beinahe Dreistigkeit,
und übertrifft darin wohl alle zahmen Tiere, den Hund etwa ausgenommen. Es sieht allerliebst aus, so ein Völkchen Hühner zu beobachten, welches unmittelbar 3 bis 4 Schritt vor den Rädern der nahenden Maschine geschäftig über die Schienen trippelt, in den Bahngraben hinabläuft, hier ruhig stehen bleibt und seitlich gebogenen Halses die Wagen anschaut, bis der letzte vorüber ist. Öfters bemühen sie sich aber gar nicht einmal in den Bahngraben hinab, sondern rennen ungestört auf dem Nebengleise weiter, als sei gar nichts vorgefallen. Im Winter, wenn die Fluren hoch überschneit sind und die Bahnstrecke allein mit großer Anstrengung freilich von den hemmenden Schneemassen freigehalten wird, sind diese Vorfälle tägliche und häufige Erscheinungen. In dieser Jahreszeit bevorzugen sie auch die stufenartigen Bahndämme und die Böschungen der Einschnitte, auf deren schiefen Flächen die schrägen, matten Wintersonnenstrahlen den Schnee zuerst wegwärmen und dadurch den hungrigen Tieren freie Stellen bieten, auf denen sie zugleich das wenige karge Futter finden. In den Einschnitten sitzen sie dann auf der vor dem Winde geschützten Seite mit aufgeblasenem Gefieder zusammengehockt, oder sie rennen auf den Terrassen hin, um Nahrung zu suchen. Die vor Wind und Wetter schützenden Bahneinschnitte sind überhaupt der beliebte und gesuchte Aufenthalt nicht bloß der Hühner, sondern auch der Hasen. In dem hohen Einschnitte zwischen Werdau und Zwickau in Sachsen, in der Nähe der hölzernen Überbrückung, hatte ein Hase im Winter sein Lager aufgeschlagen und ließ sich aus demselben selbst dann noch nicht vertreiben, als man von einem vorübergehenden Zuge aus mit Steinkohlen nach ihm warf. Auch für diese Bevorzugung der Eisenbahnstrecken haben freie Tiere ihren guten Grund. Bekanntlich dürfen die Bahnpfade nur gegen besondere Erlaubnis und Erlangung einer Karte begangen werden. Das Betreten und Erklettern der Böschungen und Dämme selbst aber ist so streng verboten, dass jeder Bahnwärter und Bahnbeamte überhaupt den Zuwiderhandelnden festzuhalten hat. Deshalb herrscht in unmittelbarer Nähe der Eisenbahn eine gewisse Ruhe und Sicherheit, und diese ist's, die von den Tieren ausgenutzt wird. Eben darum befindet sich der Wurf der Hasen und das zahlreiche Gelege der Rebhühner nicht selten in dem hart an der Bahn wachsenden Gestrüpp und Gesträuch, und die beflaumten Jungen der letzteren sieht man öfters in dem Bahngraben dahinlaufen, kleinen gelben Kugeln vergleichbar. Eine große Anzahl dieser unschädlichen kleinen Hühner finden alljährlich ihren Tod an den an der Eisenbahn hinziehenden Telegraphendrähten, und zwar besonders bei Nacht, in der Dämmerung oder bei Schneegestöber und Nebel, denn am Tage wissen sie den gefährlichen Drähten recht geschickt auszuweichen. Oft findet man die Glieder eines zahlreichen Volkes tot oder schwer verwundet am Boden liegen, die in der Nacht von irgendeiner Wahrnehmung aufgescheucht ihr gerader schwirrender Flug an die straffen Drähte führte. Das zutrauliche, furchtlose Wesen der Hühner und der Hasen ist indes nicht ohne Ausnahme. Manche dieser Tiere gebärden sich einem nahen Zuge gegenüber so ängstlich und erschreckt, wie man es von ihnen kaum anders erwarten kann. Diese Ausnahmen können jedoch nur von solchen Tieren herrühren, welche der Zufall das erste Mal mit der Bahn zusammenführte. So ereignet es sich wohl, dass ein Hase, der sich in dem mit saftigerem Grün bestandenen Bahngraben äst, vor einem nahenden Zuge plötzlich schnell aufspringt und im Graben hin der brausenden Maschine zu entfliehen sucht. Natürlich wird er trotz aller seiner Anstrengungen eingeholt und springt nun, dadurch kopflos gemacht, gar über die Schienen und rennt auf der anderen Seite im Graben weiter, freilich mit demselben Erfolge. Endlich aber biegt er mit verzweifelten Sprüngen zur Seite aus, macht sich in langen Sätzen noch ein Stück davon, bleibt dann von Zeit zu Zeit sitzen, um zu äugeln und auf den schnaubenden Verfolger zu lauschen,
und drückt sich schließlich erschöpft in eine Vertiefung. Vor allem ist es aber ein Tier, welches sich nicht bloß mit dem lärmenden Treiben auf den Eisenbahnen vollkommen ausgesöhnt, sondern auf ihnen sich wirklich eingebürgert hat, seine Wohnungen an und sogar unter dem Schienenweg anlegt, in den Bahnhöfen sein Wesen treibt und immer neue Kolonien gründet. Es ist das wilde Kaninchen. Auf mehreren Bahnhöfen Sachsens ist es recht häufig und hat hier gewöhnlich unter den aufgehäuften hölzernen Schienenunterlagen, den Schwellen, seinen Aufenthalt. Auch auf der Bahnstrecke selbst ist es zu Hause und hat sich daran und darin seine weit verzweigten Bauer ausgegraben. Es bevorzugt die sandigen Stellen und die Morgenseite und die Umgebung fruchtbarer Felder und Wiesen. An manchen Orten, wo diese Bedingungen zusammenkommen, wie in der Nähe von Altenburg bei dem Bahnwärterhause Nummer 33, hat es Ansiedlungen von ungewöhnlichem Umfang angelegt und wühlt hier schlimmer als der roteste Umstürzler. Im Gebirge sieht man es aber nicht mehr. Wahrscheinlich erschwert ihm der felsige Boden, der harte Untergrund die Anlage seiner Wohnungen. Vielleicht bevorzugt es auch aus Erhaltungstrieb die fruchtbare Ebene, denn in den flachen Gegenden von Leipzig bis Altenburg und bei Riesa an der Elbe bevölkert es die Bahnlinie am liebsten. Die verschiedenen Baue sind zwar nicht unmittelbar nebeneinander, sondern man trifft die nächsten Wohnungen erst in ziemlicher Entfernung wieder an, weil sich die Tiere bei Anlage derselben nach dem Boden und der leichteren Ernährung richten. Gleichwohl sind sie als ein fortlaufendes Ganze zu betrachten und als ein Produkt der Neuzeit, denn beim Bau der Eisenbahn waren sie noch nicht da. Sie haben sich indes im Zeitraum von einigen 20 Jahren über meilenlange Strecken ausgebreitet und werden bei der Schwierigkeit der Jagd, der Klugheit des Tieres und bei seiner großen Fruchtbarkeit auch nicht so leicht eine Verminderung erfahren. Da nun, wie schon gesagt, auf den von diesen Geschöpfen bewohnten Plätzen, an der Bahn selbst, eine gewisse Ruhe und Sicherheit herrscht, die längst gewohnten vorbeifahrenden Züge mit den herausschauenden Menschenaugen ihnen aber keine Unruhe verursachen, so zeigen sie sich auch hier ohne Scheu, besonders wenn sie viele Junge haben, obgleich sie bei aller Spielerei ihre Sicherheit nie aus den Augen lassen. An schönen, windstillen Sommermorgen, wenn die Strahlen der hochstehenden Sonne anfangen, die Halmspitzen und Blumenkelche abzutrocknen und der frische grüne Rasen einladend jeder Kreatur entgegenschwillt, sitzen sie mit steifen Ohren, hier und da von einer Schar neugieriger Jungen umringt, vor ihren Eingangsröhren und lassen sich von der Morgensonne bescheinen, während es in den nächsten Sträuchern herumhüpft und von Kräutern und Ästchen nascht oder an ihnen herumschnüffelt. Endlich fangen sie an zu spielen und sich mit der ihnen eigenen Behendigkeit herumzujagen, während die ängstliche Frau Mama ruhig sitzen bleibt, äugt, lauscht und für die Sicherheit der munteren Schar wacht. Plötzlich klopft sie rasch mehrere Male hintereinander mit den Hinterläufen auf den Boden und verschwindet, von einem verdächtigen Geräusch verscheucht, in der nahen kleinen Erdhöhle. Ihr folgen kopfüber die nahen Kleinsten und gleich darauf die ganze Schar. Aber bald schaut da und dort ein Kopf mit hellen Augen aus dem Erdboden und nicht lange darauf kommt eins nach dem anderen zögernd hervorgekrochen, um das lustige Leben noch eine Weile fortzutreiben. Züge kommen und gehen und stören sie nicht, Rauchwolken hüllen sie ein. Es beirrt sie nicht. Höchstens flieht ein Junges. Die übrigen setzen sich, wie man es an den zahmen Kaninchen häufig sieht, auf die Hinterbeine, nehmen den Kopf zwischen die Vorderpfoten und fangen an, sich wieder abzuputzen und zu waschen. Dagegen werden sie vor einer menschlichen Gestalt, vor dem plötzlichen Pfiff der Lokomotive und vor jedem ungewohnten Geräusch am vorbeifahrenden Zuge augenblicklich verschwinden. An manchen Orten führen die Baue unter der Bahn selbst hin. Die Erschütterung, welche die kleinen Geschöpfe und ihre Wohnungen demnach auszuhalten haben,
muss eine ganz gewaltige, nur mit einem Erdbeben zu vergleichen sein, hauptsächlich wenn ein langer Güterzug darüber fährt. Von diesen langsam gehenden Zügen lassen sich derartige Beobachtungen überhaupt viel häufiger und leichter machen als von den mit weit größerer Schnelligkeit fahrenden Personenzügen. Der bedeutende Luftzug der letzteren verscheucht alles und wirkt höchst störend. Wie gewaltig er oft ist, kann man am besten daraus sehen, dass Vögel, welche quer über den Zug hinwegfliegen wollten und in seinen Bereich kamen, auf die Wagen herabgerissen wurden. Eine Bachstelze legte auf diese Weise einmal eine unfreiwillige Fahrt von 10 Minuten zurück, ehe es ihr glückte, wieder davon zu fliegen. Die schwerfälligen Krähen meiden daher auch sorgfältig diesen Luftstrom. Nur die fluggewandte Taube scheut ihn nicht. Den Vögeln und den anderen freilebenden Tieren geben auch die als Schneeschutz angepflanzten dichten Fichtenzäune in der rauen Jahreszeit eine bequeme, oft benutzte Herberge und sind überhaupt im Winter, namentlich im Gebirge, die bevorzugten Schlafplätze des Rothändflings, des Birkenzeisigs, des sogenannten Schätschers und anderer nordischen Wintergäste, sowie die fortwährende Zufluchtsstätte des Feldsperlings, des Ammer und andere mehr, im Sommer und Frühling aber die Brutplätze aller dichtes Gestrüpp liebender Vögel. Der dreiste Ammer sitzt oft unbeirrt um das Wagengerassel auf den Telegraphendrähten und lässt sich weder durch den Luftzug noch durch den Rauch im Vortrage seines einförmigen Liedchens stören. Der klugen Saatkrähe darf hier auch nicht vergessen werden, denn sie fühlt sich zu manchen Zeiten fast unwillkürlich zur Bahn gezogen, und ihrer Neugierde ist es gelungen, den jetzigen Verkehrsanstalten einen ganz neuen Erwerbszweig abzugewinnen und eine Nahrungsquelle zu entdecken, die sogar den meisten Naturforschern noch unbekannt sein dürfte. Im Winter, wenn Schnee und Eis den sonst stets offenen Tisch der Natur selbst diesen pfiffigen Vögeln und Allesfressern unzugänglich gemacht haben und sie der Hunger in Städte und Dörfer treibt, sitzen die Saatkrähen an der Bahn auf den nächststehenden Bäumen oder gehen mit wichtiger Miene, trotz nagendem Hungers, auf den benachbarten Feldern umher, den nahenden Zug mit größter Aufmerksamkeit betrachtend, wobei sie den Kopf in drollig neugieriger Weise zur Seite biegen und schelmische Blicke auf den kommenden werfen. Kaum ist aber der letzte Wagen an ihnen vorüber, so erhebt sich krächzend die schwarze Schar und eilt mit hastigem Flügelschlag auf die wieder einsam gewordene Bahnfläche. Hurtig suchend hüpft sie auf den Schienen herum oder geht, emsig spähend und mit dem Schnabel alles ernsthaft untersuchend, an den Schienen hin und her, zuweilen ein Gegenstand aufhebend und verschlingend. Das Schütteln und Rütteln des Zuges mag hin und wieder ein Körnchen aus den Wagen fallen lassen oder durch einen kleinen Spalt gedrängt haben, aber auch aus den Achsbüchsen wird zuweilen das darin befindliche Rüböl mit Schmutz vermischt herausgespritzt und geschleudert. Die Kälte macht aus diesen Tropfen kleine, zähe Kugeln, die das scharfe Auge der Krähe auf dem weißen Schnee entdeckt. Doch nur im Winter, wenn es nichts Besseres mehr gibt, verschlingt sie diese ölige Speise. Die Schwester der Saatkrähe, die sogenannte Dohle oder Turmkrähe, hat sich in den Viadukten und Brücken häuslich eingerichtet. Die verschiedenen zur Lüftung und zum Wasserabfluss dienenden Maueröffnungen und Löcher sind ihre luftigen, schwer zugänglichen Wohnungen. So hatte sie unter anderem in der Schopaubrücke zwischen Waldheim und Döbeln in Sachsen und in der von den Preußen im letzten Kriege zerstörten Brücke bei Ostrau besonders zahlreiche Nester. Die Dohle umkreist jetzt nicht mehr allein die alten Kirchtürme und die zackigen Gipfel unserer ehrwürdigen Dome, auch um die schlanken Pfeilerbauten der kühn geschlagenen Eisenbahnbrücken schwingt sie sich leichten Fluges in anmutigen Wendungen.
Der Turmfalk beginnt ebenso, in diesen von der ungeheuren darüber hinziehenden Last durchzitterten Bauten seinen Horst aufzuschlagen. Die kühnen Segler der Lüfte sind herab ins Tal gestiegen. Selbst die licht- und menschenscheue Eule hat die poesiereichen Burgreste und einsamen dunklen Schluchten verlassen, um in der vom geschäftigen Gewühl und Geräusch durchbebten und abends hell erleuchteten Bahnhofshalle ein neues Leben zu führen. Das gewiss auffällige Ereignis einer solchen Eulenumsiedlung hat sich in Leipzig selbst zugetragen, und zwar auf dem bayerischen Bahnhofe. Dort hatten sich die Sperlinge und auch die Tauben in dem Balken und Fachwerke des Daches der großen Bahnhofshalle so zahlreich angesiedelt, dass sie den Passagieren durch ihren herabfallenden Unrat und den beständigen Lärm beschwerlich wurden und kein gegen die lustige Gesellschaft ergriffenes Mittel recht anschlagen wollte. Da erschien eines schönen Tages oder vielmehr eines Abends eine Schleiereule, siedelte sich fest an, bald war ein Paar zusammen, und diese nächtlichen Häscher übten dann zusammen das Amt der heiligen Hermandad so nachdrücklich unter dem skandalsüchtigen Spatzenvolke aus, dass Ruhe und Friede wurde. Auch die Tauben, durch die gegen sie allnächtlich geführten blutigen Angriffe geängstigt, zogen aus, und was von Sperlingen dablieb, retirierte in die unzugänglichsten Ritzen und Löcher. Der Horst dieser Raubvögel ist in dem südöstlichen Winkel der Halle, wo sie unter dem speziellen Schutze des tierkundigen Inspektors stehen. Dadurch ist es der Frau Eule auch möglich geworden, zweimal jährlich zu brüten. Wenn sie Junge haben, kann man sich erst einen Begriff von der Tätigkeit dieser Tiere machen. Fortwährend wird Beute zugetragen, was man beim Scheine der Gasflammen deutlich sehen kann. Wenigstens ein halbes Schock Wirbeltiere, Mäuse, Spatzen werden alle Abende herbeigeschleppt, und jeden Morgen liegt dann das Gewöll, das heißt die von den Raubvögeln durch den Schlund wieder herausgegebenen Feder, Haar und Knochenballen, in ziemlicher Menge auf dem Boden. Wie sich die zahmen Tiere, die Haustiere etc. in der Nähe der Eisenbahnen und der Züge oder während des Transportes benehmen, darüber lässt sich weniger sagen, weil die Bewegungen derselben meistens unfreiwillige sind und von dem Willen des Menschen abhängen, wie unter anderem bei den Tiertransporten. Alle transportierten Tiere, als Rinder, Pferde, Schweine, Vögel etc., unterliegen dem ihnen fremden, aber erschlaffenen Eindrucke des Transportes regelmäßig und verbleiben meist in einer Ruhe, die aus Einschüchterung und Abspannung entspringt. Ausgenommen sind alle diejenigen, welche öfters befördert werden, so Reit- und Kutschpferde, Menagerietiere etc. Eine besondere Aufmerksamkeit verdienen die verständigen Hunde. Sie allein geben keinen Befremden kund, sie begleiten ihren Herrn bis an den Bahnhof, an den Wagen und gehen dann wieder ruhig nach Hause. Mancher treue Hund will sich indessen damit nicht begnügen und glaubt, er könne wie bei einer Kutsche hintendrein laufen, muss aber natürlich bald von diesem Vorhaben abstehen, obgleich auch Fälle vorgekommen sind, dass Hunde dem Zuge von einer Station zur anderen nachrannten und dann auf demselben Wege wieder heimkehrten. Andere, wie die Hunde verschiedener Jäger, Jagdpächter und Fleischer, welche die Bahn oft benutzen, oder mancher Hundeliebhaber, die sich von ihrem treuen Tiere durchaus nicht trennen können und dasselbe stets auf der Reise bei sich haben, zeigen die ganze Sicherheit ihrer Herren, laufen selbst an den zu ihrem Aufenthalt bestimmten Hundekasten, warten dort, bis der Schaffner kommt und ihn öffnet, springen hinein und fangen zu lärmen an, wenn ihnen an dem wohlbekannten Reiseziel nicht sogleich geöffnet wird. Die Tiere, welche mit ihren Herren ihren Aufenthalt in der Nähe der Bahnen haben oder, wie Pferde und Ochsen, in ihrer Nähe arbeiten müssen, verlieren auch bald die anfängliche Scheu,
so dass sie darin den wilden, freilebenden Tieren vollständig gleichen. Ruhig sitzt die Katze vor dem Mäuseloche. Dasselbe halb zugekniffenen Auges betrachtend, und der vorbeibrausende Zug stört ihre Aufmerksamkeit ebenso wenig, wie sich die Kuh auf dem nächsten Felde nur im geringsten im Fressen und Wiederkäuen stören lässt. Der Fortschritt ist also auch unter den Tieren bemerkbar. Wie der Mensch gehen sie gleichgültig an den gewaltigsten Erfindungen der Neuzeit vorüber, wie der Mensch sind sie vertraut geworden mit dem schnaubenden Zeitgeist unserer Tage. Es dürfte daher auch der Einfall eines Tierfreundes, wenigstens für die Hunde bei den Zügen verschiedene Klassen einzuführen, damit der Neufundländer des ehrenwerten Lords und der zarte Seidenhund der Kameliendame nicht mehr mit dem ordinären Spitz und dem rauen Zughunde zusammenfahren müssen, weil dieses denselben Missklang gäbe, als wenn eine feine junge Dame in ein Coupé voll betrunkener, fluchender Matrosen geriete, den ungeteilten Beifall aller Gerechten haben. Ende von Das Tierleben an der Eisenbahn. A. Aus Brockhaus Konversationslexikon. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. A. Der erste Buchstabe des Alphabets lässt sich vielleicht bis zur hieratischen Schrift der Ägypter, sicher bis zum Phönizischen zurückverfolgen. Die älteste Form auf Inschriften erinnert an einen Ochsenkopf, wurde von den Semiten daher Aleph, Ochs, genannt, woraus griechisch Alpha wurde. Bei allen Völkern, die den Buchstaben einen Zahlenwert beilegten, ist A 1. Als Laut gehört A zu den Vokalen. Als symbolisches Zeichen bedeutet Groß A das Erste, Ursprüngliche, Bestimmte. So bezeichnet man in der Logik mit Groß A einen Gegenstand des Denkens, ein Ding überhaupt, auch das Subjekt. Dagegen das Prädikat mit Groß B. Die Formel Groß A ist Groß A heißt, jedes Ding ist sich selbst gleich. In der Algebra dient Klein a zur Bezeichnung einer bekannten Größe. Groß A und Groß Z im griechischen Alpha und Omega bedeutet Anfang und Ende. Offenbarung des Johannes, Kapitel 1, Vers 8. Als Abkürzungszeichen ist Klein a bei Flächenmaßen Ar, bei Zeitangaben Anno, im Jahre. Groß A, Abend, Abends. Bei römischen Namen steht Groß A für Aulus, sonst auf Inschriften für Augustus, das ist Kaiser. Auf französischen Kurszetteln ist Groß A Argent, Geld, im Gegensatz zu Groß P Papier, Brief. Auf Wechseln bedeutet Groß A oder Klein AC akzeptiert oder angenommen. Auf der Stellscheibe der Taschenuhren steht Groß A für Avancer, beschleunigen, im Gegensatz zu Groß R, das ist Retarder, verzögern, um die Seite zu bezeichnen, nach der hin der Korrektionsweiser gedreht werden muss. Auf Münzen bedeutet Groß A die erste Münzstätte des Landes. So auf preußischen und in Preußen geprägten deutschen Münzen Berlin, auf österreichischen Wien, auf französischen Paris. Französische Münzen mit doppeltem großen A sind in Metz, der zweiten Münzstätte Frankreichs, bis 1870 geschlagen. Bei Preisbestimmungen heißt A, Accent Graf, französisch, für jedes Einzelne. Zum Beispiel 10 Kilogramm A 15 Mark. Das heißt, jedes Kilogramm kostet 15 Mark. In der Musik bezeichnet A den sechsten Ton der C-Dur-Tonleiter. Das höchste A des Tenors heißt eingestrichenes A. In der nächst höheren Oktaven liegen das 2- bis 4 gestrichene A. In den nächst tieferen der Reihe nach Klein A, Groß A, das tiefste A des Bassisten, Kontra A und Doppelkontra A. Das eingestrichene A ist der Ton der Stimmgabel, der jetzt allgemein auf 435 ganze Schwingungen in der Sekunde festgesetzt ist.
Ende von A. Aufgenommen von Julia Niedermeyer. Gepolsterte Kutscher und Rettiche von Joachim Ringelnatz. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gepolsterte Kutscher und Rettiche. Gerechtigkeit, Höflichkeit, Ängstlichkeit und andere Kommandanten ordneten die Leute vor dem Postschalter zu einer Reihe. »Sieh mal, Alice, dort steht der Alte von gestern, der so komisch war«, flüstert ein Blondinchen einer vor ihr stehenden Dame zu. Alice antwortet über die Schulter zurück. »Jawohl, aus dem Kabarett, der die Speisekarte komponierte. Hugo Pielmann heißt er.« Drei Glieder voraus in der Kette dreht sich darauf ein hoher, breitschultriger Herr um, mit schwarzem Schnurrbart, schwarzen dicken Brauen und weißem Haupthaar. Die Lippen und alle Muskeln in seinem Gesicht arbeiten, er will sprechen, aber es kommt nicht heraus. Zudem wird vor ihm gerade der Schalter frei, Pielmann bringt herantretend nur einen krächzenden Laut hervor, welcher aus Heiterkeit und Verachtung gemischt scheint. Er ringt wieder nach Worten, um eine Postanweisung zu verlangen, und ein Nachbar dolmetscht zuvorkommend, weil der Beamte nicht Deutsch versteht. Am Nebentisch füllt Pielmann die Anweisung aus, zuerst setzt er 15 Rubel ein, dann ändert er das in 10 um, endlich streicht er die 10 aus und malt eine 14 darüber. Bei Abfassung der Adresse an ein Fräulein Tilly so und so verfährt er sehr umständlich, er schreibt sie, obwohl zitterig, doch deutlich, kürzt weder Straße noch Hinterhaus ab und fügt an die Stockwerkzahl in Klammern die Bemerkung »vis-à-vis dem Starrkastel«. Den Abschnitt bedeckt er flüchtig mit Stichworten »letzter Vorschuss«, »Klavier, wehe, wenn es losgelassen«, »Akustik«, »Horch, da dringt verworrner Ton. Trotz Applaus mir gekündigt, weil ein Tag ausgesetzt, um Konzert Walter zu hören. Beet. 9. 3 Ausrufezeichen. Sümpf. Knopp begibt sich weiter fort. Neuen Hut gekauft. Soll ich dir eine Troika oder einen Hermelinpelz aus Russland mitbringen? Herzlichst der Alte, der gestern so komisch war.« Wohl eine Stunde lang streift Pielmann durch Straßen und Gassen, aufmerksam Schaufenster betrachtend, um etwas zu besorgen, was er Tilly mitbringen wird. An keine Troika und keinen Hermelinpelz denkt er, sondern wählt mit vorzüglichem Geschmack eine kleine naive Schnitzerei, eine Bauernarbeit, weil sie örtliche Spezialität ist und weil sie zufällig eine sinnige Bedeutung für Tilly hat und weil sie gerade einen Rubel kostet. Der Verkäufer lächelt über Erscheinung und Sprache des Käufers. Dieser eilt, dem belebten Stadtviertel zu entrinnen und schimpft über die kauderwelsche Sprache und die Hieroglyphen auf den Straßenschildern, auch über ein dickes Weib, das wie ein Mehlsack gegen ihn geprellt ist, so daß er es für dafür geraten hält, die Hand vor die Tasche mit Tillys Geschenk zu breiten. Bei den Kais in einem dunklen, verwitterten Holzverschlag steht ein Standbild des heiligen Christoph aus Holz über Lebensgröße. Armer Christoph, die Witterung hat ihm tiefe Wunden am ganzen Körper beigebracht und wenig von dem Gold und Blau seines Mantels übrig gelassen. In seiner roh ausgehauenen Linken wiegt er das Christkindlein, welches wirkliche Kattunkleider trägt, doch was er einst in seiner Rechten schwang, erfährt man nicht, denn es ist abgebrochen. Vor dem Denkmal kniet ein Flößer, mit schmutzigem Schafpelz und hohen Stiefeln bekleidet, und küsst abwechselnd die plumpen Füße des Heiligen. Nun zieht er ein neues, wollenes Hemd unter dem Schafpelz hervor, entfaltet es und hängt's bedächtig dem hölzernen Christoph über. All dem hat Pielmann zugeschaut, wobei er die Lippen ganz zusammengepresst, mehrmals den Kopf geschüttelt und sehr tief Atem geholt hat. Als nun der Flößer umkehrend ihn anbettelt, ist Pielmann für Augenblicke ganz bestürzt. Er wird rot an der Stirn,
sprengt, indem er seine Taschen durchwühlt, einen Westenknopf los, und er schenkt dem Kerl schließlich eine Zigarettenspitze aus Meerschaum. Der Bettelnde will ihm die Hand küssen, doch jener reißt sich los, und fortrennend krächzt er wieder laut, diesmal nur unsägliche Verachtung, keine Heiterkeit. Diese kehrt ihm erst draußen zurück, auf dem freien, breiten Wege, der sich zwischen hügeligen Kiefernwäldern im weiten Bogen von der Stadt zum Badestrand hindehnt. Geschäftige Personen und müßige Spaziergänger überholen ihn oder begegnen ihm. Er hat keine Geschäfte, hat nicht auffallende Kleider zur Schau zu stellen, er spürt auch keine Neigung, Mitmenschen zu studieren. Die Sonne fühlt er behaglich, er atmet die reine Luft bewusst. Während er zwei Hunde beobachtet, die sich um den Rest eines Fischkorbes balgen und später, da Pielmann einem spielernsten, uniformierten Jungen, der vor ihm Front gemacht hat, mit militärischem Gruße dankt, überkommt ihn so ein gutes Lächeln. Indem er sich an dem sommerfrohen, unbedrängten Spätnachmittag zufrieden und mit seinen Gedanken genügend beschäftigt fühlt, strebt er unwillkürlich, möglichst unbemerkt durch den regen Verkehr zu lenken, doch seine straff gehaltene Gestalt und das ausgeprägte Gesicht mit dem breiten, in den Winkeln eingekniffenen Mund fallen vielen Passanten auf. Pielmann hat einen eigentümlich schwankenden Gang. Es ist, als ob er nur auf den Hacken stelze. Dabei wirft er die Fußspitzen stark auswärts und fuchtelt etwa in der Bewegung des Mähens mit den Armen. Seinen Sprachfehler hinzugerechnet, kann man Pielmann leicht für einen Trunkenbold ansehen, oder anders gesagt, man weiß nie, ob er berauscht ist oder nicht, denn sehr häufig ist er wirklich betrunken, seine nächsten Freunde vermögen das oft nicht zu unterscheiden. Eine seidene, parfümierte Dame, die bald vor, bald hinter, bald neben ihm herschreitet und kritische Übung besitzt, wird sich indes bald über ihn klar. Er ist ein nüchterner, lustwandelnder Herr in den hohen Fünfzigern, von ordentlicher, gediegener, wenn auch unmoderner Kleidung. Er ist ja, wie sein Hut meldet, Künstler. Die Dame bittet ihn mit gewöhnlichen Phrasen um Angabe der Zeit. Der Künstler macht eine übertriebene Verbeugung und entgegnet mit scharfen Betonungen und häufiger Unterbrechung. »Es tut mir leid, mein verehrtes Fräulein, meine Uhr ist beim Uhrmacher, der ging's nämlich wie Ihnen. Bald ging sie vor, bald ging sie nach, bald blieb sie stehen, aber wissen Sie, was bei meiner Uhr Tick-Tack war, das scheint bei Ihnen Taktik.« Ohne weiteres verlässt er damit die Dame, krächzt und freut sich, einen älteren Witz gut angebracht zu haben. Oh, er hat an diesem Tage besondere Erlebnisse. Abends am Meer, oberhalb des Abhanges, erkennt er eine Freundin, welche einst, es mag 10 Jahre zurückliegen, in München eine wechselreiche Künstlerzeit mit ihm durchgemacht hat. Sie haben niemals etwas wie Liebe füreinander empfunden, aber sind sich doch recht vertraut geworden, indem sie die gleichen Gesellschaften von Künstlern und Scheinkünstlern, die gleichen Atelierfeste, Maskeraden und Trinkhäuser besuchten, manchmal zusammen kochten und sich gegenseitig aushalfen in allerlei Nöten. Pielmann hält den Ausdruck vergnügter Überraschung zurück, um erst einmal ruhig zu prüfen, was ein Jahrzehnt aus der übermütigen, begeisterten Malerin, aus dem braven, schwächlichen Mädel entwickelt hat. Jetzt gewahrt er eine gesunde, volle, elegante. Auch die Art, wie sie sich im Sande gelagert hat und achtlos mit dem Ärmel einer Spitzenjacke spielt, verrät Wohlbefinden. Ihr zur Seite ereifert sich ein Knabe damit, ringförmige Ausstufungen aus Sand zu bauen. Außerdem steht dort ein vernickelter Spielwagen, auf welchem ein Buch und ein Butterbrot in bedenklich enger Freundschaft beisammen sind. »Pielmann? Pielmann! Sascha! Wahrhaftig, Pielmann, wie geraten Sie hierher? Mein Gott, leben Sie denn überhaupt noch? Ich dachte, Sie wären längst gestorben.« »Dass ich nicht wüsste.« »Famos! Nein, welch ein Zufall! Sie in Russland! Was tun Sie denn hier? Sind Sie denn noch am Kabarett und noch ganz wie früher? Oh, Sie müssen uns besuchen! Ich bin nämlich verheiratet.« »Pink, pink!«
Pielmann singt zwei hohe Töne und steckt ein unverständliches Lächeln auf. So eine seiner merkwürdigen Angewohnheiten. Ich bin Frau. Mein Mann ist der Baron Rastastowski. Ja, das ist unser Junge. Robby, du hast wieder dein Butterbrot nicht gegessen. Jetzt bekommen's die Vögel und du kriegst zur Strafe heute kein Nachtbonbon. Steh auf und gib dem Herrn die Hand. Das verwöhnte Kind schiebt sich trotzig heran und streckt unartig die Hand aus. Der Weißhaarige drückt diese unter einer pompösen Verneigung. »Ah, es freut mich, Baron Stoffstoffski, euer Hochwohlgeboren beim Wiederaufbau des Kolosseums anzutreffen. Darf ich, alte Ruine, mich daneben setzen?« Frau von X lacht eigentlich über Pielmanns Schuhe. Es fällt ihr ein, dass er niemals auf der Bühne stottert. »Nein, wie sie drollig aussehen. Haben Sie Kinder gern?« »Ich sehe, spreche, erziehe sie gern. Und Ihnen geht's also gut?« »Nun ja, so, so. Man hat viele Sorgen mit den Dienstboten, und Robby ist unfolgsam, und jetzt wird unsere Wohnung tapeziert. Und Sie? Sind Sie ein berühmter Mann geworden?« »Dann würden Sie wohl nicht fragen. Als wir uns zuletzt sahen, war ich schon ein geschiedener Gatte und beinahe ein halb Jahrhundert alt. Von solcher Höhe steigt man nicht mehr. Was macht denn Ihre Malerei?« »Die habe ich aufgegeben. Aber Sie, etwas müssen Sie doch erreicht haben.« »Ja, ja, natürlich, selbstverständlich. Zum Beispiel diesen prächtigen Filzhut. Wohnen Sie am Strand?« »Wir haben hier ein Sommerhaus. Mein Mann wird sich ungemein freuen, Sie kennenzulernen. Er fuhr zur Stadt, um Billette für...« Und sie berichtet Weiteres und fragt dazwischen mancherlei. Ihr alter Bekannter unterbricht sie nur selten, schaut sie auch nicht an, sondern starrt auf Robby, auf den Spielwagen, über das Meer und ins Gewölke. Sie weiß die strengen Falten seiner Miene gar nicht zu deuten und fragt gelegentlich... »Pielmann, trinken Sie eigentlich noch immer?« »Ja, Lethe.« »Das kenne ich nicht. Ist das Schnaps?« Er sagt nichts darauf. »Haben Sie die arme kleine Tilly einmal wieder gesehen? Wie gefällt Ihnen vor allem meine Heimat, der Strand, diese roten Kiefern im Abendglühen, das Meer und alles, was ich Ihnen so oft schilderte? Nicht wahr? Das ist doch unvergleichlich.« Keine Antwort erfolgt. »Pielmann? Pielmann, Sie müssen überhaupt du zu mir sagen.« Da wendet er ihr schnell sein Gesicht zu. »Sie haben also nicht vergessen, dass wir mitunter in armseligen Dachstuben recht lustige Kameraden gewesen sind, dass wir manchmal Rettiche als Mittag geteilt haben?« »Wie könnte ich das vergessen? Nein, nein, die Staffeleien, die Gitarren, die Lieder, nein. Ich behalte das alles und die Feste und die Heimgänge am Morgen nach so gleichgültig verbummelten Nächten. Ach, es war doch wunderschön.« Nun entsteht eine Pause in dem Zwiegespräch. Bunte Leute promenieren am weich melodisch bespülten Ufer. Von da, wo die Sonne verschwunden ist, wandeln feurig rote Wolken und Wölkchen in die matte Bläue des Himmels hinaus. »Hugo«, beginnt die Baronin von Neuem und ganz leise, »bemerkst du den goldenen Streifen am Horizonte, ganz unten, ganz fern? Ich denke immer, dahinter müsste noch etwas unausdenkbar Glückseliges sein. Etwas so... Verstehst du mich nicht?« Er schweigt. Unterhalb, nicht weit von ihnen, knirscht eine Equipage. Auf einmal springt Sascha auf. »Da hält ja die Fürstin, die muss ich begrüßen. Entschuldige mich einen Moment.« Sascha klopft eilig den Sand vom Kleid und ordnet dasselbe. »Sieh dir mal den dicken Kutscher mit den Pfauenfedern an. Echt russisch. Im Winter ist er noch dicker. Da polstert man ihn mit Kissen aus. Das gilt hier für vornehm. So einen haben wir auch. Na, verzeihe einen Augenblick, ich bin...« Sascha läuft den Abhang hinunter. Sie ist eine hübsche Frau. Auch Pielmann erhebt sich. »So, Robby, jetzt wollen wir die Vögel füttern.
krächzt er besonders scharf, aber mehr zu sich selbst als zu dem Jungen, und als dieser unbeirrt weiterschaufelt, nimmt der Alte das Butterbrot vom Spielwagen und schlendert wie gelangweilt etwas abseits hinter eine Fischerbude. Und dort, ohne nach Vögeln auszuschauen, reißt er mit zwei Fingern ein Bröckchen Brot ab und wirft es auf den Boden, dann reißt er einen großen Bissen ab und stopft ihn in den Mund und kaut sehr schnell und würgt und lauscht dabei und späht aufgeregt umher und wirft wieder ein kleines von Brot zur Erde und stopft wieder ein großes von Brot in den Mund. Es dauert geraume Zeit, bis die Baronin von der Fürstin an ihren Lagerplatz zurückkehrt. Pielmann ist nicht mehr dort. Sie entdeckt nahebei eine langgestreckte Inschrift mit großen Buchstaben, die er in eine glatte Sandfläche gefurcht hat. Da steht: »Vergessen Sie nicht den goldenen Streifen, dort wird es keine gepolsterten Kutscher geben, auch keine Rettiche.« Robby spielt mit einem Bauernschnitzwerk und behauptet, die Vögel hätten es ihm beschert. Ende von »Gepolsterte Kutscher und Rettiche«, gelesen von Eva K. Weltuntergang von Karl Schloss. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Weltuntergang. Ein Traum. Wir stiegen eine Treppe hinauf und befanden uns in der Garderobe eines Maskenballes. Während mein Freund ablegte, trat ich an ein kleines Fenster, das nach einem alten Gässchen ging. Das Erdgeschoss des gegenüberliegenden Hauses war hell erleuchtet. In einem saalartigen Raum saßen in Bänken regungslos viele schwarzgekleidete Männer. Sie schienen zu beten. An einer kahlen Wand stand ein schwarz verhängtes Pult, ein großes, mit Wasser gefülltes Glas darauf. Es schien der Betsaal irgendeiner heimlichen Sekte. Aber was bedeutete dies Glasgefäß? Während ich über diese sonderbaren Anstalten nachdachte, ging eine Türe auf, und ein Mann mit langem schwarzem Bart trat ein, der ein nacktes Kind auf dem Arm trug. Ein Kind, fast noch ein Embryo, totenartig von Ansehen. Bei seinem Eintritt hatten sich alle erhoben und waren dann niedergekniet. Der Schwarzbärtige bestieg das Pult, nahm das Kind von seinem Arm und setzte es in das Glas. Etwas Grässliches geschah. Das Wasser färbte sich wie Blut. Bei diesem Anblick schrien die Betenden qualvoll auf: »Christus! Christus!« Da trat mein Freund zu mir heran. »Was hast du?« fragte er mich und sah mich unruhig an. Wortlos fasste ich ihn am Arm und zog ihn die Treppe hinunter. Drunten erzählte ich ihm, was ich gesehen hatte. Er fing an zu zittern. Ich erfasste seine Hand, die eiskalt war. »Das Zeichen, das Zeichen«, stammelte er, bleich wie ein Toter. An der Schwelle des Hauses empfing mich mein Vater. Er schien alles zu wissen, und das Wissen schien ihn verwandelt zu haben. Er glich einem Patriarchen in seinem langen weißen Bart und wallendem Linnengewand. Viele Leute kamen zu ihm, die er segnete und die ihn Fürst und Vater nannten. Einige kamen mit angstvollen Gesichtern, umklammerten seine Knie und flehten ihn an um Rettung, gingen aber heiter hinweg. Eine wunderbare Feierlichkeit ging von ihm aus. Als sich die Letzten entfernt hatten, nahm er mich bei der Hand und führte mich in einen Saal, wo meine Mutter und Schwester saßen. Auch sie hatten weiße Gewänder an und strahlten von innerlichem Licht.
Die Wände dieses Saals waren ganz weiß, bis auf eine, die ganz aus Fenstern zusammengesetzt war. In den Ecken standen Palmzweige. Auch auf der breiten, flachen Lagerstatt, die in der Mitte des Saales errichtet und mit reinstem Leinen bedeckt war, lagen Palmzweige. Nachdem wir uns zum Abschied geküsst hatten, legten wir uns ruhig nebeneinander zum Schlafe nieder. Wir wussten wohl, dass es der letzte Schlaf sein werde. Aber es schien leicht zu sterben, in diesem ganz weißen Saal, zugedeckt mit Palmzweigen. Ich konnte noch nicht lange geschlafen haben, als mich ein Geräusch wie von vielen Tritten unter den Fenstern weckte. Ich schlug die Augen auf und sah eine wunderbare Helligkeit durch den Saal wandern, der eine zweite, eine dritte folgte. Da richtete ich mich leise, um die anderen nicht zu wecken, auf und wandte mein Gesicht nach der Fensterseite. Zahllose kleine weiße Motten saßen draußen an den Scheiben und blickten mit ihren schwarzen Augen regungslos in den Saal. Dieser Anblick überwältigte mich. Ich konnte nicht liegen bleiben, stand auf und ging hinaus. Der ganze Himmel schien wie außer sich zu sein. Die Sterne hatten ihre Plätze verlassen und drangen durcheinander. Alles schwebte und lebte wie in einem Bienenschwarm. Die alten Sternbilder verschwanden und neue bildeten sich, von denen mir eins, drei Sterne, die von einem Lichtring umgeben, ganz zu höchst am Zenit standen, das Schönste schien. Eine junge Frau kam singend, ein Kind auf dem Arm, den Berg herunter. Auf ihrem Antlitz lag ein Ausdruck von Glück, das ich schauderte. Wir standen beisammen und sahen hinauf. Die Milchstraße über uns verwandelte sich in eine Blütenstraße mit unzähligen, glühenden, gelben Margeriten. Die junge Frau sagte, »Ich bin einen weiten Weg zu dir gegangen, und an meinen Schuhen ist der Staub fast aller Länder. Aber ich fühle keine Müdigkeit, denn jetzt dürfen wir zusammen sterben, weil wir uns lieben. Alle, die sich lieben, dürfen zusammen sterben.« Das Kind auf ihrem Arm lächelte im Schlaf. Mit einem Mal befanden wir uns in einem mittelalterlichen Burghof. Alle Gebäude rings lagen in tiefem Dunkel. Nur in der Mitte des Hofes stand ein gläserner Turm, der mächtige Lichtstrahlen nach allen Richtungen aussandte. In dem Turm sah man die Bäcker, bis zu den Hüften entkleidet, an den Trögen stehen und mit fieberhafter Eile den Teig kneten. Lange Reihen hochbeladener Wagen standen im Hof. Eine große Auswanderung schien im Gange zu sein. Aus dem Dunkel der Gebäude traten alte Frauen und versammelten sich unter sonderbaren Begrüßungen auf einem freien Platz des Hofes. Sie waren einander ähnlich wie Schwestern, dieselbe graue Tracht und dasselbe lange Gesicht, wie in vielen Spiegeln. Unverwandt blickten sie zum Himmel, wo im Zenit drei kleine weiße runde Wolken unbeweglich standen. »Was sind das für Wolken?« fragte eine Stimme. »Es sind die drei Richter«, antwortete eine andere. Die Gesichter der alten Frauen hingen mit grauenhafter Neugierde am Himmel. Ein dumpfer Knall, wie aus einer unermesslichen Entfernung, ertönte. Die Weiber fielen nieder und schrien durcheinander, aber alle überschrie eine gellende Stimme: »Der Himmel ist entzwei, der Himmel ist zerbrochen!« Und dann liefen wir mit vielen anderen eine Anhöhe hinauf, hinter der sich ein märchenhafter Schein ausbreitete. Es war, als ob sich alle Gestirne auf einmal rasch der Erde näherten. Unsagbar schaurig und geheimnisvoll,
Unnahbar feierlich thronten die drei weißen Wolken unbeweglich über allem im Zenit. Gewaltige Strahlen schossen hinter der Anhöhe empor bis zum Gipfel des Himmels und wanderten wie die Speichen eines ungeheuren Lichtrades, dessen Narbe tief unterm Horizont liegen musste, über den Himmel. Wir standen auf der Anhöhe, viele Menschen, Hand in Hand, und sahen einen unendlichen Horizont vor uns ausgebreitet. Ein Gestirn, tausendmal schöner und größer als die Sonne, würde aufgehen und die Sonnenwelt vernichten. Langsam rückte es unter dem Horizont empor. Alle Angst war von uns gewichen. Ein feierliches Grauen, in Anbetung unseres kommenden Todes standen wir da und warteten. Wir würden es sehen und sterben. In Licht würden wir untergehen. Ende von Weltuntergang, gelesen von Hokus Pokus. Die Wanderung von Stefan Zweig. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von HW. Die Wanderung. Dunkle Gerüchte waren durch das Land gezogen und seltsame Worte, als sollte die Zeit sich erfüllt haben und der Messias nahe sein. Immer häufiger kamen Männer von Jerusalem zu den kleineren Orten Judäas und erzählten von Zeichen und Wundern, die sich ereignet hatten. Und wenn sie zu wenigen beisammen waren, dann senkten sie ihre Stimmen geheimnisschwer, um von dem seltsamen Manne zu künden, den sie Meister nannten. Allerorts hörte man sie dann gerne und glaubte ihnen mit banger Zuversicht, denn die Sehnsucht nach dem Erlöser war drängend und reif geworden im Volke, wie eine Blüte, die ihren Kelch zersprengt. Und wenn man der Verheißungen in den heiligen Büchern gedachte, so nannte man seinen Namen, und ein hoffnungsfrohes Leuchten flammte in den Blicken. Damals lebte auch ein Jüngling im Lande, dessen Herz gläubig war und erwartungsvoll. Die armen Pilger, die des Weges von Jerusalem kamen, lud er in sein Haus, dass sie ihm vom Heilande berichteten, und wenn sie von ihm sprachen und von seinen wunderseligen Taten und Worten, da fühlte er einen dumpfen Schmerz im Herzen, denn sein Verlangen wurde jäh und ungestüm, das Angesicht des Erlösers zu schauen. Tag und Nacht träumte er von ihm, und seine rastlose Sehnsucht formte tausend Bilder seines Antlitzes voll Güte und Milde. Er aber fühlte, dass sie doch nur stammelnde Abbilder einer großen Vollendung seien, und ihm war, als müsste alle Unrast und Schmerzlichkeit seiner jungen Seele schwinden, dürfte er nur einmal den leuchtenden Glanz tragen, der von dem Herrn ausging. Noch aber wagte er es nicht, Heimat und Arbeit zu verlassen, die ihn ernährten, und dorthin zu gehen, wohin ihn seine Sehnsucht wies. Einmal aber erwachte er plötzlich in tiefer Nacht aus einem Traum. Er vermochte sich seiner nicht mehr zu besinnen, nicht einmal, ob er ihm Glück gegeben oder einen Schmerz. Er fühlte nur so, als ob ihn jemand von Ferne gerufen hätte, und da wußte er, daß der Heiland ihn zu sich entboten. Im schwersten Dunkel erwuchs ihm noch der jähe Entschluss, dass er nun nicht mehr zaudern dürfe, seines Herrn Angesicht zu schauen, und der sehnsüchtige Drang ward so siegreich und mächtig in ihm, dass er sich sogleich ankleidete, einen starken Wanderstab nahm und, ohne jemandem ein Wort zu sagen, aus dem schlummernden Hause ging, den Weg gegen Jerusalem zu. Helles Mondlicht lag auf der Straße, und der Schatten seiner hastenden Gestalt eilte vor ihm her. Denn sein Schritt war beschleunigt und beinahe ängstlich. Es schien, als wollte er das monatelange Versäumnis in dieser einen Nacht wettmachen. In ihm wankte ein Gedanke,
den er sich kaum zu sagen wagte. Es könnte zu spät sein, und er würde den Heiland nicht mehr finden. Und manchmal überkam ihm auch die bange Furcht, er könnte den Weg verfehlen. Aber dann gedachte er des innigen Wunders, das er vernommen von drei Königen aus fernem Lande, die ein leuchtender Stern durch das Dunkel geführt. Und da verließ wieder die lästige Schwere seine Seele, und der eilende Wanderschritt hallte sicher und fest auf dem harten Pfade. Einige Stunden eilte er so dahin, dann ward es Morgen. Langsam hob sich der Nebel und zeigte das farbensatte Hügelland mit seinen fernen Bergen und hellen Gehöften, die zur Rast einluden. Er aber hielt nicht inne auf seiner Wanderung, sondern strebte unablässig weiter. Langsam stieg die Sonne höher und höher. Und es ward ein heißer Tag, der sich schwer über das Land legte. Bald wurde sein Schritt langsamer. Lichte Schweißperlen tropften von seinem Körper, und das schwere Feiertagsgewand begann ihn zu drücken. Zuerst legte er es über die Schulter, um es zu bewahren, und ging in ärmlicher Gewandung dahin. Bald aber begann er, die Schwere der Last zu fühlen und wusste nicht mehr, was er mit dem Kleide beginnen sollte. Er wollte es nicht weggeben, denn er war arm und hatte kein anderes Feiertagsgewand, so dass er schon daran dachte, es im nächsten Dorfe zu verkaufen oder als Pfand für Geld zu geben. Aber als ein Bettler mühselig des Weges daherkam, dachte er seines fernen Meisters und schenkte das Gewand dem Armen. Eine kurze Zeit ging er wieder rüstiger, doch dann verlangsamte sich von neuem sein Gang. Die Sonne stand schon hoch und heiß, und die Schatten der Bäume fielen nur als schmale Streifen über den staubigen Weg. Sehr selten kam ein schwacher Wind durch die stockende Mittagsschwüle. Der aber trieb den breitkörnigen und schweren Staub der Straße mit sich, der sich an den schweißüberströmten Körper klebte. Und er fühlte ihn auch auf den vertrockneten Lippen brennen, die lange nach einem Trunke lechzten. Aber die Gegend war gebirgig und öde, nirgends war ein frischer Quell zu sehen oder ein gastliches Haus. Manchmal kam ihm der Gedanke, er sollte umkehren oder doch wenigstens im Schatten einige Stunden rasten. Aber eine immer wachsende Unruhe trieb ihn weiter mit schwankenden Knien und lechzenden Lippen seinem Ziele entgegen. Inzwischen war es Mittag geworden. Die Sonne brannte heiß und stechend vom wolkenlosen Himmel herab, und die Straße glühte unter den Sandalen des Wanderers wie flüssiges Erz. Seine Augen waren rot und geschwollen vom Staube, der Gang wurde immer unsicherer, und die ausgetrocknete Zunge vermochte nicht mehr den seltenen Vorüberwandernden den frommen Willkommensgruß zu erwidern. Längst hätten alle Kräfte versagt, aber es war, als triebe der Wille allein ihn noch vorwärts und die furchtbare Angst, er könnte sich verspäten und möchte das leuchtende Antlitz nicht mehr schauen, das seine Träume erhellte. Und der höhnische Gedanke, dass er ihm schon nahe sei, nur mehr zwei armselige Stunden von der heiligen Stadt, drohte ihm das Gehirn zu zersprengen. Bis zu einem Hause am Wege schleppte er sich noch fort. Mit letzter Kraft warf er den knorrigen Wanderstab gegen die Tür und bat die öffnende Frau mit trockener und fast unhörbarer Stimme um einen Trunk. Dann brach er ohnmächtig über der Schwelle zusammen. Als er wieder zur Besinnung erwachte, fühlte er wieder sichere und frische Kraft in seinen Gliedern. Er fand sich in einem kleinen Raum von wohltuender Kühle auf einem Ruhebette ausgestreckt und überall die Spuren einer mildtätig sorglichen Hand. Sein glühender Körper war mit Essig gewaschen worden und sorgfältig gesalbt, und neben seinem Lager stand noch das Gefäß, aus dem man ihn gelabt. Sein erster Gedanke galt der Zeit, und er sprang rasch vom Lager, um nach der Sonne zu sehen. Die stand noch hoch, denn es war früher Nachmittag, so dass er wenig Zeit versäumt hatte. In diesem Augenblicke trat die Frau ins Zimmer, die ihm früher das Tor geöffnet. Sie war noch jung und dem Aussehen nach eine Syrierin. Wenigstens hatten ihre Augen jenen dunklen, raubtierartigen Glanz der Frauen dieses Volkes, und ihre Hände und Ohrgehänge verrieten die kindliche Freude am Schmuck,
die allen diesen Frauen eigen ist. Ihr Mund lächelte leise, als sie ihm Willkommen in ihrem Hause bot. Er sagte ihr warmen Dank für ihre Gastfreundschaft, wagte es aber nicht, gleich vom Abschied zu sprechen, so sehr ihn auch sein Herz auf den Weg drängte. Und nur ungern folgte er ihr in das Speisegemach, wo sie ihm eine Mahlzeit vorbereitet. Dort hieß sie ihn mit einer Gebärde, sich niederzulassen, fragte ihn dann nach seinem Namen und um das Ziel seiner Reise. Und bald kamen sie ins Gespräch. Sie begann von sich zu erzählen, dass sie die Frau eines römischen Centurio sei, der sie aus ihrem Heimatlande entführt hatte und hierher gebracht, wo ihr das Leben in seiner Eintönigkeit, fern von ihren Stammesgenossen, wenig behage. Heute bliebe er den ganzen Tag in der Stadt, denn Pontius Pilatus, der Statthalter, habe die Hinrichtung dreier Verbrecher angeordnet. Und so sprach sie noch allerlei gleichgültige Dinge mit viel Geschäftigkeit, ohne auf seine unruhige und ungeduldige Miene zu achten. Und manchmal sah sie ihn mit einem eigentümlich lächelnden Blick an, denn er war ein schöner Jüngling. Zuerst bemerkte er von all dem nichts, denn er achtete nicht auf sie und ließ ihre Worte wie ein sinnloses Geräusch an sich vorbeiströmen. Sein ganzes Denken verlor sich immer wieder in dem einzigen Gedanken, dass er weiterwandern müsse, um noch heute den Heiland zu sehen. Aber der schwere Wein, den er achtlos trank, gab seinen Gliedern Müdigkeit und Schwere, und mit der Sättigung überkam ihm auch das sanfte Gefühl einer trägen Behaglichkeit. Und als die sinkende Willenskraft ihn nach dem Mahle zu einem matte Versuche zwang, Abschied zu nehmen, hielt sie ihn mit Hinblick auf die drückende Hitze des Nachmittags ohne viel Mühe zurück. Und lächelnd verwies sie ihm seine Hast, die mit wenigen Stunden geize. Wenn er schon Monate gezögert, dürfe er doch nicht mit einem einzigen Tage rechnen. Und mit ihrem seltsamen Lächeln kam sie immer wieder darauf zurück, dass sie allein zu Hause sei, ganz allein. Dabei bohrte sich ihr Blick verlangend in den seinen. Und auch über ihn war eine seltsame Unruhe gekommen. Der Wein hatte in ihm dumpfe Begierden geweckt, und sein Blut, das in dem kochenden, verzehrenden Brande der Sonne geglüht, pochte in seinen Adern mit einer seltsamen Schwüle, die sein Denken immer mehr überwältigte. Und als sie ihr Antlitz einmal nah zu dem Seinen neigte und er den verlockenden Duft ihrer Haare einsog, riss er sie zu sich und küsste sie in stürmischem Überschwang. Und sie wehrte ihm nicht. Und er vergaß seiner heiligen Sehnsucht und dachte nur derer, die er in seinen fiebernden Armen hielt, einen langen, schwülen Sommernachmittag lang. Erst die Dämmerung erweckte ihn wieder aus seinem Taumel. Jäh, fast feindselig riss er sich aus ihren Armen los, denn der Gedanke, er könnte den Messias versäumt haben um eines Weibes willen, machte ihn furchterfüllt und wild. In Hast nahm er seine Kleider, ergriff den Stab und verließ das Haus nur mit einer stummen Gebärde des Abschieds. Denn wie eine Ahnung war es in ihm, dass er dieser Frau nicht Dank sagen dürfe. In unaufhörlicher Hast strebte er Jerusalem zu. Der Abend war schon gesunken, und in allen Ästen und Zweigen bebte ein Rauschen wie von einem dunklen Geheimnis, das die Welt erfüllte. Und ferne in der Richtung gegen die Stadt zu lagen ein paar dunkelschwere Wolken, die langsam im Abendrote zu glühen begannen. Und sein Herz erschrak in jäher und unverständlicher Angst, wie er dieses grelle Zeichen am Himmel erkannte. Atemlos legte er den Rest des Weges zurück, und schon lag das Ziel vor seinen Augen. Er aber dachte immer wieder, dass er seiner Berufung untreu geworden sei, um einer flüchtigen Wollust willen, und die dumpfe Schwere in seinem Herzen wollte nicht leichter werden, ob er auch die hellen Mauern und blanken Türme der heiligen Stadt erblickte
und die leuchtenden Zinnen des Tempels. Nur einmal hielt er inne auf seiner Wanderung. Nahe der Stadt, auf einem niederen Hügel, sah er eine gewaltige Menge Menschen, die sich wirr durcheinander drängte und so laut lärmte, dass er die Stimmen selbst aus der Ferne vernahm. Und über ihnen sah er drei Kreuze ragen, die sich schwarz und scharf von der Himmelswand abhoben. Diese aber war überflutet von heller Glut, als sei die ganze Welt mit leuchtendem Flammenschein übergossen und in drohenden Glanz getaucht. Und die blanken Speere der Söldner glühten, als seien sie mit Blut befleckt. Ein Mann kam auf dem menschenleeren Weg daher, mit ziellosem, unruhigem Gang. Den fragte er, was hier geschehe, um im nächsten Augenblick maßlos zu erstaunen. Denn das Antlitz, das der Fremde vom Boden erhob, war so schreckverzerrt und erstarrt, wie von einem jähen Schlage gerührt. Und ehe sich der Fragende fassen konnte, stürmte er in wilder Verzweiflung davon, wie von Dämonen verfolgt. Verwundert rief er ihm nach. Der Fremde wendete sich nicht um, sondern lief fort und fort. Aber dem Weiterwandernden dünkte es, als hätte er in ihm einen Mann aus Keriot namens Judas Ischariot erkannt. Doch er verstand nicht sein seltsames Gebaren. Den Nächsten, der des Weges vorüberzog, befragte er ebenfalls. Der aber war eilig und sagte nur, es seien drei Verbrecher gekreuzigt worden, die Pontius Pilatus verurteilt habe. Und ehe er ihn weiterfragen konnte, war er vorüber. Und da ging er selbst weiter gen Jerusalem zu. Einmal warf er noch einen Blick zurück auf den Hügel, der wie mit Blut umwölkt war, und sah zu den drei Gekreuzigten hin. Zum Rechten, zum Linken und zuletzt zu dem in der Mitte. Aber er konnte sein Angesicht nicht mehr erkennen. Und er schritt achtlos vorüber und wanderte zur Stadt, um das Antlitz des Erlösers zu schauen. Ende von Die Wanderung.